Quom. Ja. Mal gucken, ob das jetzt wieder so lange. Naja, YouTube ist deren Dings. Ist deren Produkt und Chrome ebenso. Ich habe, glaube ich, mein Mikro an, oder? Ja, Mikro ist dann an, also sehr nett. Ist denn dein Ding schon an? Also ist der Stream, der müsste jetzt wohl laufen. Okay. Ja, der ist da. Wunderbärchen. Okay, also ich muss aber noch einstellen alles. Ja. Das dauert immer ein bisschen. Live under the nightmare. Nu? Und so, da nämlich auf Yama. Wo sind die? Kann man Steuerung. Ach, na, der hat das kopiert nochmal, ne? Nee. Kann man nochmal wegmachen? Steuerung Z? Zurück? Zurück, ja. Okay, hat das Ängste eben gelöscht. Kopieren. Okay, jetzt hat das eingefügt. Der hält das aber immer auf das, ne? Wegen der Spieler wahrscheinlich. Ja, ich wusste es auch nicht so ganz genau. Little Nightmare Lied. Nightmares. Speichern. Funktioniert direkt viel besser, findest du nicht? Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier bei Instagram und Twitter posten. So, jetzt mal gucken, ob das übernommen hat. Dann mache ich dann hier gleich den Chat an, dass du den lesen kannst. Ich bitte darum. So, das habe ich dann auch schon mal. Dann poste ich das natürlich einmal in meine Story. Ich mache noch kurz an die unnötigen Sachen aus. Ja. Da ist nichts unnötig. Achso, ja, das ist unnötig. Ja, ich ja. Sonst alles andere in Ordnung. Tadadada. Ja, nicht auf Twitch, auf YouTube gehen kann. Alle löschen. Ich wollte. Bitte mach jetzt nichts anderes, was du machen sollst, okay? Unsere kleinen Albträume. Kleinen? Ist egal, es steht schon die ganze Zeit da, hat keine Sau was gesagt. Ich muss irgendwann mal da deine ganzen Videos mal durchgehen. So, habe ich das hier. Oh, aber irgendwie dafür, dass es nur 24 Grad sind, fühlt es sich ziemlich warm an. Fängst du wieder an, ne? Hä? Oh, ich habe gerade erst 2 geliked auf meinen Stream bekommen. Ah, okay, ich habe gerade selber gestreamt. Ah, okay. So, Leute. Ich muss Bastian noch schneller machen. Ich bitte darum. Jetzt sehe ich nämlich nichts. Warte mal, ist der Ton in Ordnung? Hallo, hallo? Also, ich hoffe, der Ton ist in Ordnung, weil mir ist gestern nämlich aufgefallen, dass es da irgendwie gerauscht hat und keiner hat was gesagt. Wieso lädt das denn ja so? Das machen wir für den Schatz. Oder ich mach's. Lass es, Bastian. Gut zu wissen, dass die Seite genauso kacke ist wie Firefox. Ist nur ein bisschen am Arbeiten. Da ist der Chat. Ich lass mal hier. So, das ist jetzt so. Und hallo Gerald. Streams. Vielleicht streamt auch ich später nochmal, aber okay. Sag erstmal hallo an allen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier das hier machen. So. Und dann wechseln wir die Kamera. Basti ist auch wieder dabei. Hi. Basti sieht man gar nicht so. Ja, ich merk's. Aber ich wollte die Kamera auch nicht jetzt breiter ziehen. Hm. Oder wir drehen sie einfach ein bisschen, damit ich auch zu sehen bin. So. Hi. Ja, Basti sieht man so halb. So, ich gebe dir den Controller, Basti, ich spiele Little Nightmare. Was hast du vergessen zu tun? Was habe ich vergessen zu tun? Die Chat. Der ist doch da. Ja, dann machen wir auf. Machen ein separates Fenster oder oh, so. Oh Mann, nervst du mich wieder. Nee. Ah, Bastian. Wir nehmen die Kameras an, ne? Mhm. Das war ich nicht. Wo ist der denn jetzt? Da. Ja. Okay. Dauert noch ein Momentchen. Wunderbar. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir kriegen das heute durchgespielt. Ja, ich denke, also ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, ich hoffe.
also das ging mal hin. Also dann, wenn ich weiter spiele. Weiter musst du drücken, glaube ich. Wenn er mich dann direkt bei einem DLC absetzt, das wäre natürlich schön. Ja, ich gehe mal von aus. Ja, machen wir mal gucken. Und du musst mir üblich wieder meine Ohren sein. Am besten das auch mal wirklich mal umbauen. Du brauchst dringend ein Mischpult. Wo soll ich das denn hier noch aufbauen? An der Wand hinter dir. Ja, klar. Mir geht's gut, wie geht's euch? Mir geht's gut, Basti auch. Basti geht's auch einfach gut. So. Du liegst auf dick Kopfhörer, lass das. Ich habe heute noch das Video, also Stream-Highlights von gestern geschnitten. Achso, ist der Tablet an? Nein, der ist nicht an. Dann nehmen wir den mal ein bisschen zur Seite, weil das kann nämlich schon sein. Käbelchen. Ja, ja, das ist richtig. Genau, wir waren ja jetzt, wir sahen erst aus, ob wir tot sind. Ja, jetzt hängen wir da an dem Leichensack. Ist da ein Tropfchen drauf? Lasst mein Bildchen, Bastian! Ich wollte das nur sicher. Kennt ihr das, wenn Leute einfach mit dem Finger auf den Bildschirm hauen? Da war ein Tröpfchen drauf. Ja, mir auch. Ich wollte nur sicher gehen, dass das Video hatte ich gesehen und gesagt. Ja, aber ich habe heute noch das von gestern, also das mit der Jellybean-Geschichte geschnitten. Ich musste selber lachen, wo ich es mir dann angeguckt habe. Ja, und die Bemerkungen, die du dazu gemacht hast, die waren super. Das eine. Bingo! Das ist wie ein Verrat, vielleicht das ganze Video direkt, dann guckt das keiner mehr. Ich guck mal. Ja, aber ist noch nicht online, es kommt erst morgen. Habe ich schon was? Ach ja, richtig, ich hatte ja eine Taschenlampe. Ach ja, jetzt guck mal, das kann man ja wenigstens so ein bisschen so schwenken, das Ding. So, okay, dann. Wir wissen auch mittlerweile, wie das Mädchen heißt. Six hieß die, ne? Six, genau. Aber wie der Junge heißt, wissen wir jetzt immer noch nicht. Ja. Ja. Jetzt mal gucken, was wir danach machen. Kit hieß der Junge. Kit hieß er. Ah, okay. Jetzt mal gucken, was wir danach machen, ne? Willst du wieder was Gruseliges haben? Nö. Was wir als nächstes spielen? Ich hätte ja gerne mal als als Thumbnail für eins dieser Videos. Bianca erschreckt sich, Basti bleibt so. Nee, sowas mache ich nicht. Ich finde sowas doof, wo Leute so ihre Gesichter auf Thumbnails machen. Okay. Also total so, du tun so, oh Gott, ich habe mich voll erschrocken, weißt du. Ich freue mich schon darauf, also auf das Jenny. Ja, da kannst du also wirklich das. Ich habe das heute Morgen geschnitten und bin selber dabei. Bei einer Sache wurde nur gedacht, so. Besonders dieser Moment, wo man das nochmal gesehen hat, wo ich dann begriffen habe, dass man die kauen muss. Alter, das war ja. Ja. Kann ich diese Kiste schieben? Kann ich nicht. Aber es geht länger als das jetzige. Es geht nämlich 7 Minuten. Ja. Das war geil, aber. Kannst du nicht schieben. Ich muss aber. Ist aber kein Rauschen drin, ne? Im Video. Also im Video, im Stream. Ich frag den Chat nicht dich. Und hallihallo, Wolfi. Willkommen. Ja. Wie wird das eigentlich ausgesprochen, Basti, jetzt? Nikio? Nikio hätte ich jetzt gesagt. Nikio? Ich koche mir mal was, aber ich kann weiter zuschauen. Okay. So, guck mal. Da hängt einer dran fest. Hui. Oh, nein, ess den bitte nicht. Oh. Ja, wirklich. Er sah gerade aus, als ob du den essen tust. Kommt der mir jetzt hinterher? Ich hoffe nicht. Bitte komm mit. Kannst du den hochwerfen? Das. Danke für den Hinweis, Spiel. Hui! Aber ich wusste es. Finde da aber nur Nikio. Was? Finde aber nur. Nico Nation? Du meinst, hier wird dein Kanal. Warte mal. Kann ich das? Nee, ich kann das leider nicht. Warte mal. Ich guck mal, ob ich den Link von ihm auf die Schnelle finde. Dann poste ich ihn einfach mal rein. Ich mach's eigentlich ja nicht, aber ich war letztens bei ihm auch im Stream. Und Oh, jetzt habe ich den mit verstanden, der Kleine. Sollte man nicht als Frau sagen, aber es hat sich nach einem süßen kleinen Jungen angehört. Ich weiß, man sollte das so nicht sagen, aber wirklich.
FBI, open up! Das hört sich mega scheiße an, aber es ist wirklich so. Und ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt so ein ganz süßer. Ja, warte, ich poste den mal rein. So. Ich lade gleich ein Video hoch auf Insta hoch. Sag mal, ich weiß nicht, habe ich dir jetzt gefolgt gestern? Ich habe nämlich jemanden gefolgt, aber ich wusste jetzt nicht, weil, ob du das bist, weil da Japan stand. Vielleicht lebt derjenige in Japan? Ich glaube nicht, dass er in Japan lebt. Ich sehe als Kompliment, das ist super. Das ist super. Das hört sich halt doof an, aber das ist wirklich so von der Stimme her, hört sich wie so ein lieber kleiner Junge an. Wirklich. Solange es kein Minecraft-Kitty ist? Nee, nee, gar nicht. Der hat hier, wie heißt dieses Freddy-Spiel da letztens gemacht? Five Nights at Freddy's. Ja, genau. Ich habe absolut nichts verstanden, aber er konnte es. Und er hat Undertale gemacht. Das ist gut. Das heißt, er kann besser Englisch als du. Ja! Ja, eindeutig. Das ist mal so brutal zu sagen. Aber was mache ich denn? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Was mache ich aber jetzt damit hier? Kann ich das irgendwie... Hallo? Achso, der will das... Schiebt er das mit mir? Ja, der schiebt das. Oh, wie süß. Was hat das gebracht? Ja, das ist meine Frage. Vielleicht auf die andere Seite kannst du nicht schieben, oder? Da könnt ihr auch schieben. Ach so, so, ja, ja, ja. Aber nee, nein. Ach so, ich muss mich anzeigen lassen. Wieso lässt Liquid... Das muss ich jetzt anzeigen lassen. Weil das abonniert... Ach so, das... Dingens Spam-Suche ist nicht die schlauste. Ja, YouTube ist wirklich manchmal nicht die YouTube ist gut, aber nicht auf Deutsch. Deutsch ist nur eine vielfältige Sprache, die kann man nicht so einfach interpretieren. Mhm. Und das versuchen die Amis und sie schaffen es nicht. Oh, da ist einer eingesperrt. Ja, den können wir gucken, ob wir den raus. Und hallo, Schnuffelkaninchen. Willkommen. Hi, Schnuffel. Basti ist auch da. Ja, hi. Ja, man sieht dich so halb. Ich rutsche ja schon. Wen sieht man so halb? Halb. Sieht man halb. Achso. Kleiner Kobold, komm her. Ich bringe dich auf diese... Kiste. Wie geht's? Uns geht's gut. Ich sehe, die da, die wackelt. Der Tag ist aber heute wieder so schnell vorbeigegangen. Das ist wahr. So, was ich hab bald Urlaub. Ich freue mich einfach nur auf meinen Urlaub. Kannst du die hochwerfen? Ja, klar. Aber ist halt die Frage... Was? Kannst du sehr weit hochwerfen. Ah, ich erinnere mich schon. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich muss die beiden Jungs hochwerfen. Oh nein! Das ist so putzig! Damit die Jungs die Truhe unterschmeißen. Ich habe gerade wegen gehört, dass ihr über geredet habt. Ja, aber ja. Ja. Ich habe es gesehen, es gibt es auch für die PlayStation 4. Gar nicht so teuer. Langweilig. Aber was, jeder hat einen anderen Spielgeschmack. Ich verstehe es nur nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde, es ist billiger Horror, der nur mit Jumpscares geschafft und? Wird. Das ist auch Horror. Ja, aber billiger Horror. Ja, und? So, Jungs. Horror, finde ich immer, ist so eine Sache für sich. Manche gruseln sich vor Spinnen, manche anderen vor Blut. Ganz andere vielleicht für dich oder so. Wenn man dich im Dunkeln sieht. Erzähl mir doch nicht wieder was von meiner Schulzeit. Huch, hoppla. Ich habe mir gerade Night of Freddy Help Watch gekauft. Ah! Help Wanted. Okay, für die Switch. Ich glaube, das ist eine Nintendo, ne? Kines. So, jetzt habe ich die drei Jungs. Was mache ich mit... Was machst du mit den drei Jungs? Ich kann es mir schon denken. Mach bitte was Gutes mit den drei Jungs. Bra. Okay. Was habt ihr drei denn? Hallo? Die haben, Anfälle. Nein, ich glaube eher, die haben einen... Angst? Nein, die hatten einen Glitch. Ach so. Ich muss die alle drei da hochschmeißen. Aber die kommen doch runter wieder. Naja, gut, dann die Truhe darüber. Warte mal. Einen Augenblick. Also die Tür kannst du nicht aufmachen. Du musst irgendwas machen, was du mit allen drei machen kannst. Jungs.
Nein. Ach. Jetzt sehe ich erst die Facecam. Was? Ich habe die heute auch nach oben gemacht, weil sonst sieht man die unten, die Männchen nicht mehr. Die habe ich eben nämlich umlach gesetzt. Ich muss immer noch zum Friseur. Ach, du bist eine Frau, das ist nicht so schlimm, aber ich muss zum Friseur. Nee, ich muss zum Friseur. Guck mal, wie meine Haare aussehen. Wenn ich die aufhabe, sieht das so aus mit dem T-Shirt in der Kamera, als ob, ich weiß nicht, das kann sie die doch Haare nicht aufhören. Dann zieh doch ein schönes T-Shirt an mit Kontrast. Ich habe kein weißes oder so irgendwie gefühlt. Das hat zwar 30 Euro gekostet, aber lohnt sich für die... Was? Auf der Playstation kosten die alle was von 7, 8 Euro. Hm? Diese... Five Nights at Freddy's. Ja, genau. Keine Ahnung. Ich habe ich letztens nämlich gesehen, zufällig. Kann ich irgendwas mit der... Da waren jede Menge Teile und die kosten alle sowas von wirklich 7 bis 8 Euro nur. Und die waren nicht im Angebot. Da hatte ich nämlich kurz überlegt, aber ich habe es doch nicht gemacht. Ja, ihr Lieben, ich weiß, dass ich die Türchen aufmachen muss, aber kommt ihr wieder runter, wenn ich euch da hochschmeiße? Ja, die sind doch gerade runtergekommen. Was mich halt interessiert ist... Da. Ich hatte ansonsten gedacht, dass... Nee, du musst es den eingehen oder rausholen da oben, hätte ich ja, jetzt gesagt. Ja, das habe ich gesehen. Ja, Sally macht sich sauber, das höre ich bis hier. Ich habe auch gerade gedacht, was war das? Okay, aber dann muss ich irgendwas da drunter schieben, damit wir die Tür aufmachen können. Das ist halt die Frage. Du kannst ja diese kleinen Dinger da schieben, ne? Also ja. Diese kleinen Bälle da. Diese Bälle. Oder Kohle, was das ist. Richtig. Die beiden glitschen aneinander. So. Oh, warte, ich muss mich irgendwie anders hinsetzen, weil ich so, wenn ich so um die Ecke gucke, da beschwert sich mein Nacken. So. Braucht man einen Zuschauer, einen Teilnehmer, zweiter Stuhl, bequemer. Ja, ich bitte darum. So ist hochgeladen. Jetzt ist aber die Frage, was... Kannst du nicht diese Kohledinger werfen? Ja, was bringt mir das? Weiß ich nicht, probier's. Habe ich ja schon. Aber gemacht. Ihr könnt nicht alle zusammen gegen die Tür drücken. Oh. Meinst du? Oh, lol. Jungens! Ja, hätte ich mal drauf kommen können, weißt du? Ich dachte, ich muss mal. Ach ja! Das waren nur Handabdrücke drauf. Oh. War der Kantenmaler also wieder da? Ja. So ein Käse. Da bastelst du leicht ein bisschen, ja. Aber was sollen wir denn jetzt nach dem Spiel machen? Das erkennt man doch. Das erkennt doch kein Schwein. Das hab ich gerade gesehen, wo du zur Tür gelaufen bist. Also was machen wir denn nach dem Spiel? Muss ich wieder mitmachen? Wenn du möchtest. Kriege ich Geld dafür? Nein. Ich verschwende ja also gerade meine Zeit? Ja, weil die Leute dich sehen wollen. Okay, ich muss sagen, wenn wir ältere Spiele machen, da gucken meistens nicht so viel zu. Ich könnte sowas wie Ark oder Pokémon machen, gucken meistens mehr Leute zu. Aber mir macht das gerade viel mehr Spaß. Und ich weiß, ich schreibe 100-mal Danke, aber danke, dass du mich auch in anderen Chats begrüßt. Gerne. Gerne. Ich finde das immer toll, wenn andere dann auch mal bei mir reingucken, wenn ich dann wo bin. Und ich denke dann immer, muss ich da auch Hallo sagen. Weil ich bin meistens bei anderen Chats immer so stille Zuschauerin. Guck dann immer so nur mit. Wie ich hatte auch bis eben halt noch hier bei Caligula mitgeguckt. Der macht jetzt hier Zelda, wie heißt das? Mit der Maske. Majora's Mask. Genau. Oh, guck mal, der Kobold bringt sich jetzt um. Bitte nicht. Achso, da müsst ihr jetzt so lange Kohle da reinballern und ich muss da so hängen bleiben, bis... Kannst du abhängen. Ich glaube, das war spannend, nicht, oder? Ich würde mich da jetzt oben an der Anzeige orientieren, wenn ich ehrlich bin. Achso, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, sollte ich laufen gehen? Oh, ich hätte auch daneben stehen bleiben können. Wir könnten halt Alien machen. Das, was im Stream durchgehst. Alien Isolation? Ja. Ja. Oder Assassin's Creed. Assassin's Creed, ja. Resident Evil 4. Ich glaube, da würde ich eher zu Alien Isolation tendieren. Ja? Okay. Tatsächlich. Aber das mache ich auch gerne. Das ist auch ein einfaches Spiel. Ja. Weißt du, ich erinnere mich noch daran, wo ich damals dieses. Bei dir in der Kamera, das kann doch nicht sein. Was denn? Warte.
bist du denn? Was bist du denn? Spiel du weiter. Ja, ich ja, ja, hoffe, ja. Das. Mach ruhig groß. Kann die Kamera sonst auch was breiter ziehen, aber das sieht immer doof aus. Können wir die nicht einfach ein bisschen schwenken? Ein kleines bisschen. Das sieht gut aus. Nein, sieht eindeutig nicht gut aus. Hauptsache du bist mehr im Bild. Ja, nee, das wollte ich nicht. Ja, sicher. Das ist halt, weil die eigentlich so ausgerichtet ist, dass man mich sieht. Du musst uns näher kommen. Dann musst du was näher kommen. Ich kann nicht näher kommen. Oh, warte. Da kannst du wohl aufzugeben. So. Das Problem ist, ich habe halt dein Mikrofon vor der Nase. Ja, das habe ich auch immer. Es ist nicht schlimm. Ja, ich bin ja auch stiller, aber finde es einfach schön. Ja, trotzdem. Nur so, ich habe einen Kommentar unter dein neuesten Bild geschrieben. Dann heißt, dann kannst du überprüfen, ob ich das war. Ha, warte. Instagram stalken. So. Ja, aber ich glaube, ich weiß, wer du warst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eklig. Er rumpelt da irgendwas. Ach so, nee, dann hat mir gestern ein anderer komischer Typ gefolgt. Oh, du hast eine Katze, sehe ich gerade. Ja. Guck mal. Was glaubst du, was Nekio wird? Aus wie fast wie Link. Stimmt. Die fast aus wie unsere. Die hat nur das, also die eine Seite ganz weiß. So. Da folgt mir wirklich eine aus Japan. Das kann auch sein, dass ich weiß nicht, ob er selbst der Nekio, aber aus. Nee. Das ist ein anderer, also ein anderer Ding. Ich habe erst gedacht, der auch schon mal an die geschrieben hat. Nee, keine Ahnung. Ah, verdammt. Warum greift das Dings nicht die Leiter? Ich finde, wenn Bastian stirbt, muss er einen Jellybean essen. Wie wäre es mit nein? Ich wusste, dass das nicht klappt. Jetzt muss ich muss aber mal ein bisschen hydrieren, sonst fange ich gleich vom Fleisch. Das ist eigentlich mit Fett. Ja. Und du trägst dazu bei mit deinem leckeren Chili. Denn ihr müsst wissen, gleich gibt es Chili-Tacos. Ich bin dafür. Ja, ich bin dafür, ne? Ich finde das Video von morgen geil. Ich finde das einfach nur geil. Also ich werde nicht jeden Livestream als Highlight schneiden. Das ist erstmal viel zu viel Arbeit. Ich glaube, ich hatte morgen 2 Stunden da dran gesessen, circa. Ja, und hast mir das hast kein Frühstück gemacht. Was du eigentlich versprochen hattest. Okay. Genau, das war ich. Nicht überall passiert ja immer was Interessantes, ne? Aber das war so geil einfach. Achso, die Jungs bringen jetzt die ganze Zeit das Ding ist hoch. Okay. Ja, weißt du, ich bin gespannt, was da halt am Ende passiert. Und der zweite Teil rauskommt, werde ich den sofort kaufen. Todverderben und Muffins. Ich will den zweiten Teil sofort haben. Ich glaube, da spielen ja sogar die beiden, ne? Kid und Six spielen da ja. Ja, man sah aus, ob man zusammen spielen kann. Ich glaube, ne? Das waren sogar die beiden Charaktere. Das könnten wir sogar dann zusammen hier spielen. Wenn das an einer Konsole zusammenspiel machbar ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Ich eigentlich auch nicht. Weil so Jump'n'Runs über Internet ist immer so eine Sache. Deswegen. Ja, wie hier Mario Maker kannst du über Internet zusammen machen. Naja, das ist klar. Das ist auch von vornherein so ausgelegt gewesen. Du hast es kaputt gemacht. Ach, die guten, alten, altmodischen... Moment, eine Sicherung kann nicht leuchten. Doch, kann sie. Offenbar schon. So, jetzt brauchst du die gleich, dann du wirfst sie jetzt da rein. Ich glaube, ich weiß auch... Obwohl, ich habe ja Strom. Also, du kannst auch wieder rein. Kann ich da... Fährt das Ding automatisch? Nee, dafür brauchst du wahrscheinlich den Strom. Ach ja, richtig. Warum auch immer diese komische... Okay, aber ich möchte, dass November ist. Ne? Ich freue mich so auf meinen Urlaub. Ich will, dass die Dezember ist und ich freue mich auf meinen Urlaub. Nein, erstmal November auf meinen Urlaub, Assassin's Creed, Cyberpunk und die PlayStation 5. Oh ja. Machst du eigentlich daraus ein Unboxing? Ich hätte, glaube ich, ja gesagt. Habe ich mir gedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wieder im Live... Oh Gott! Weil ich glaube... Ich mache ein Unboxing draus, weil ich werde wahrscheinlich an dem Tag
Es kommt nicht drauf an, ich weiß halt nicht, wie man über die PlayStation 5 streamen kann, aber Cyberpunk kommt nicht für die PlayStation 5 beim Release. Ich würde, glaube ich, Cyberpunk direkt beim Release auf der PlayStation 4 streamen. Aber das Gute ist, du kriegst ein Upgrade. Ja. Gott sei Dank. Ich suche schon seit Stunden mein Ladegerät. Nintendo Online ist der größte Mist. Wir müssten mal den Retro-Stream auch noch machen. Mit den alten Nintendo-Spielen. Richtig. Mit denen, die man da spielen kann auf der Switch. Hörst du eigentlich da was? Nö, ich höre nichts. Und da hinten, ganz hinten ist nämlich der, wie heißt der? Auch zu spoilern. Ja, die hatten es eben gekillt, also halt meinen Beifall. Achso, ich habe gar nicht aufgepasst. Achso, das ist der Blinde. Ganz recht. Du hast mich nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen sonntags, außer ein Spiel kommt raus und ich konnte es vorher nicht streamen, sonntags immer halt sowas machen. Weißt du? Außer wir haben so ein gutes Spiel, wo wir voll Bock drauf haben, müssen wir es auch in der Woche machen. Ich bleib ja dabei. Alien Isolation habe ich ja eigentlich wirklich mal Bock zu. Ja, dann installiere ich das für nächste Woche. Ich erinnere mich noch dran, das habe ich damals mal für Bianca gespielt, weil sie es halt selbst nicht verkraften konnte. Nein, ich kann sowas nicht. Weil ich... Nee, ich krieg immer zu viel Panik, weil dann ist das Vieh hinter dir her und alles. Und ich hätte da schon Panik bekommen. Hast du was gehört? Nein, habe ich nicht. Also ich habe natürlich den gehört, dass er gekommen ist, aber... Dusch! Eierbärchen. Oh, bei uns auf der Arbeit läuft morgens immer... Also Rewe hat ja so ein eigenes Radio, ne? Mhm. Und morgens läuft das halt immer so und dann können die Mitarbeiter sich das wünschen. Und was dann manchmal für Sachen rauskommen. Du denkst dir nur, es arbeiten nur komische Leute bei da. Wieso? Ich will ein Glücksbärchen sein. Ja gut, das würde ich mir vielleicht auch mal wünschen. Nein, gut. Morgens früh um 6. Da würde ich mir höchstens feuerfrei von Rammstein wünschen. Ja, letztens war auch sowas in der Art. Da habe ich nur gedacht, so... Wie kann man das da was wünschen? Wer stellt denn das an? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, entweder muss man da anrufen. Da anrufen? Hast du das denn schon mal gemacht? Nee. Bist du verrückt? Hallihallo, ihr beiden Hübschen. Mit Fragezeichen. Was soll das denn heißen? Ihr beiden Hübschen. Achso, ich habe wieder verlesen. Es tut mir leid. Hörst du den Typen? Ja. Wie kann der mich hören? Siehst du, hier, Hello Neighbor könnte ich auch nicht spielen. Da wäre ich zu dumm für. Weil du über die Kohle gelaufen bist. Meinst du, daran lag das? Ja, dann hört das doch. Okay. Ja, Falco sagt ja auch da, ne? Da war bestimmt wieder Pizza essen oder so. Weil, wenn du über die Cola läufst... Cola... Über die Kohle läufst, hört man das. Ah, okay. Hab den Witz verstanden. Also hätte das Ding eigentlich gar nicht brauchen. Siedler 2 gespielt. Ja, das hat das man das gehört. Ist das alte oder das neue? Das alte. Falco spielt die alten Spiele. Nicht über die Kohle! Hast du jetzt ein DS, Falco? Da könnte er Siedler 2 auch drauf spielen. Siedler 2 gibt es nämlich auch für die Ja, Welt. Aber das ist kacke. Das ist eine Hand. Ja, das kann ich sehen, Schatz. Ich habe Chili vorbereitet und das tun wir gleich in so Taco-Schalen und damit Käse überbacken. Oh, das ist so geil. Und mein Chili ist super. Die Neuauflage. Achso, die Neuauflage. Okay. Also das The Next Generation. Das war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Achso, ich habe jetzt gedacht, älteres. Hätte ich jetzt zugeschaut. Das habe ich tatsächlich sogar noch als CD hier im Schrank stehen. Genauso mit. Hast du auch das Add-on, das die Wikinger? Ja, yep, DS habe ich seit Mittwoch. Und ja, ich habe auch für die DS Spiedler. Ah, okay. So, Freunde. Ich freue mich auf meine PlayStation. Ich finde das so geil, ne? Also, es gibt ja manche Leute, die das sehr ernst nehmen, PlayStation oder Xbox, ne? Und immer diesen Konsolenkrieg. Und dann ist immer einer, der dabei schreibt, ich hab einen PC. Immer. Ja, natürlich. Immer. Und hallo! PC ist halt... Willkommen. Doch kein D-Abo. PC ist halt Master Race, das weiß man doch. Ja, aber weißt du, die streiten sich und dann kommt der eine so, hier, ich hab einen PC. Weißt du? Ja, zu Recht.
PC ist halt beste. Ja, klar, ne? Wenn du einen guten PC hast, hast du gar keine Sorgen. Da kannst du alles drauf spielen, was du willst. Spiele sind preiswerter. Entweder wartest du einen Monat oder beim Keyseller. Ne? Mhm. Du kannst Spiele modden. Kannst an der Konsole teilweise auch, aber. Ja. Naja, ne. Ja, aber das ist allerdings sehr, sehr eingeschränkt. Ja, eben. Also wenn ich überlege, ne, wenn ich jetzt arg, da würde ich am PC so viele Mods installieren, nicht drüber laufen, da hört dich. Ja, er hört mich ja sowieso, aber was soll ich da jetzt großartig machen? Aber komm mir nicht so frech, habt ihr einen tollen Screenshot von deinem Jennybell-Abenteuer gestern. Ja! Oh, ich bitte darum. Morgen um 8 Uhr kommt auch ein Video. Da seht ihr auch den schönen Screenshot. Ich wollte eigentlich, irgendwie hat YouTube mir den Chat nicht angezeigt von dem Stream gestern. Eigentlich wollte ich noch Chat-Einblendungen machen von gestern in das Video, aber ja. Ja. Hat aber nicht geklappt. So. Aber mir ist aufgefallen, wo ich das Video geschnitten habe, irgendwie ist die Qualität von meiner Kamera, obwohl das die teure ist und die HD eigentlich sein soll, total scheiße. Hm. Ich weiß nicht, wieso. Wo steckt die Kamera? In den Adapter. Da hast du deine Antwort. Das liegt nicht daran. Natürlich. Nee, überhaupt nicht. Natürlich liegt das daran, du Nase. Ja, wenn du meinst, Bastian. Die braucht vollen Strom. Hat sie ja. Hat sie nicht. Da, ist das Stromkabel da dran? Nein. Na also. Hat sie aber trotzdem. Männer. Die Frage... Ah, ich sehe schon. Ich habe schon verstanden. Also wenn wir mal Basti stirbt, muss der einen Jellybean essen. Nein. Der Chat ist dafür, ne? Ich habe so einen Quatsch einmal mitgemacht, das kannst du voll vergessen. Also da sind auch leckere Geschmacksrichtungen dabei, wie ja, Geburtstagskuchen, Schokopudding. Trotzdem habe ich keinen Bock, auf deinen Schreibtisch zu kotzen. Nein. Hab halt echt einen Screenshot gemacht. Falco weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Haha, das interessiert ja auch keinen, wie viele Leute hier zugucken, wenn ich jetzt keine Ahnung, jetzt so eine Reichweite von, keine Ahnung, 100 Leuten oder so hätte, ne, die zugucken würden, wäre das vielleicht noch witzig, so ein Meme daraus zu machen, aber so ist das ein Screenshot von mir. Schick mal per E-Mail. Nein, eindeutig nicht. Und wie gesagt, morgen, Leute, guckt euch das Video an. Ich habe ein Switch-Krümel, eine PS4 und ein anderer Freund hat eine Xbox One und wir wohnen alle beieinander. Ja, es gibt halt manche Leute, die halt dann wirklich halt so, oh, Xbox ist besser oder so. Obwohl, also ich bin eindeutig PlayStation-Fan. Das liegt einfach daran, für die PlayStation sind für mich persönlich mehr Spiele, die mich ansprechen. Dito. Und wenn du dir eine Xbox kaufst, kannst du ohne Scheiß das Geld dir auch wegtun und dir einen guten Gamer-PC kaufen. Weil nämlich, ja, im Endeffekt, weil die ganzen Spiele hier mit dem Zweifelsfall auch für PC. Ja. Sag mal die E-Mail-Adresse. Die werde ich raus entfernen, Leute. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Jetzt halt die Frage, ich muss irgendwie an die andere Seite kommen, aber was kann ich da tun? Okay. Also nochmal das Ganze. Und halt, das ist immer sehr witzig, auch bei, ich habe meine PlayStation bei Otto ja vorbestellt und da konnte man schon Bewertungen geben. Die Bewertungen sind teilweise was, Xbox ist sowieso besser, ich kaufe mir den Scheiß sowieso nicht. Wo ich mir denke, wieso bewertet ihr das dann? Das hat doch gar nichts mit der Konsole zu tun. Man kann sie ja noch nicht bewerten, wenn man sie nicht hat. Ja. Ich mag jede der drei Konsolen. Ja, eben. Also ich habe jetzt auch gegen niemanden etwas, der jetzt eine Xbox hat oder so. Soll doch jeder für sich selber wissen, was er sich kauft. Finde ich. Naja, natürlich, aber ich bin gerade, ich habe gerade andere Sorgen, Schatz. Ich leite gerne weiter. Hallo? Wieso leitest du das weiter? Ich brauche keinen Screenshot von mir. Ich kann das selber aus dem Video ziehen. Oder habe es besser gesagt. Äh.
komme gerade nicht drauf. Was? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wo musst du denn hin? Ich muss da oben hin durch das Loch. Aber das Problem ist, wenn ich da hochklettere, ist ja schön und gut, aber... Kannst du die Tür aufmachen? Ich kann die Türen aufmachen, aber das bringt mir nichts. Es muss was bringen, dass du die Türen aufmachen kannst. Lass mal so stehen. Kletter mal hoch. Pro Konsole habe eine PS4, eine Switch und auch eine Xbox One, aber habe auch nichts gegen die der Konsole befügt, eben einfach. Ja, eben. Es ist ja auch jeden, finde ich, selbst überlassen, auf was er spielt und was jemand spielt. Das ist wie diese Leute, die sich streiten wegen iPhone ist besser als Android. Ja, eben. Wobei wir alle wissen, dass Android besser ist, seien wir da ehrlich. Ja, aber weißt du, das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Wieso sollte man sich streiten? Die Entwickler von Xbox haben selber gesagt, dass ihre Konsole die neue Konsole in zwei Jahren veraltet ist. Also wenn die eigenen Entwickler das sagen, ist das schon so ein bisschen, wo man denkt so, okay, wieso soll ich dafür 500 Tacken ausgeben? Ne? Klar, die digitale ist vom Xbox preiswerter, aber ja. So, und jetzt brauche ich mal eure Hilfe, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Auf die Türrahmen kannst du nicht springen, oder? Oh, kannst du dich festhalten? Das ist eine gute Idee. Und hallo, Kreuzritter. Der ist wohl Kreuzritter. Den Namen habe ich eben irgendwo gelesen. Ja, halt, moin, unten. Nein, aber woanders, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da, genau. Achso. Ich würde sagen, festhalten, dann kannst du da drüber hangeln, dann aufs andere und dann da hoch. Hä? Du verstehst, wie ich meine? So. Hey, ich bin froh, dass ich mich nicht anhöre wie ein kleines, dummes Fortnite-Kind. Das stimmt. Das kann ich wirklich nur recht geben. Android finde ich auch besser, muss ich zugeben. Hab halt mit iPhone keine gute Erfahrung gemacht. Verstehe nur diese Experten-Fans. Und diese extremen Fans, also, nicht die, wenn ein neues Gerät rauskommt vor dem Laden. Ja, stundenlang! Ich habe eben ein Video geguckt. Ich habe gedacht, du musst an der Tür. Also ganz ehrlich, diese Perspektive ist absolut scheiße. Okay, ich habe gedacht, du musst an der Tür. Alter. Hashtag Team Android. Also ich hatte nie ein, wie heißt das, kein iPhone, aber diese kleinen Apple... Wenn man die Walkman? Nee, MP3-Player? AirPods. Oder so einen kleinen hatte ich mal. iPods meinst du? Ich weiß nicht, diesen kleinen ohne Display. iPod Shuffle. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich den und ich weiß noch, das war total umständlich, da Musik drauf zu machen. Ja, der Witz ist einfach, das läuft alles über dieses behinderte iTunes. Genau. Und das Problem war aber, wenn du nur ein neues Lied drauf machen wolltest, musstest du aber deine ganzen Lieder wieder drauf machen. Ist das deine ganzen Lieder darauf machen? Ist das das DLC? Ja, das ist das DLC. Sind im zweiten Part vom DLC. Es gibt drei, ne? Ja, ja, im zweiten Kapitel. Also ja. Im zweiten Kapitel. Ja. Mhm, genau. Ich muss sagen, aber das DLC ist anspruchsvoller als das andere. Ja, das stimmt. Das kann ich so unterschreiben. Ja. So, und jetzt machen wir das auf die alte Catherine-Manier. Wir bauen uns eine Treppe. Also ich kenne auch nur das, also das Normale habe ich schon bei ihm gesehen, als Let's Play gesehen. Was? Das Normale, also das Hauptspiel. Hm. Und das DLC habe ich mir auch noch nirgendwo angeguckt. Also das ist für mich auch blind. Also absolut keine Ahnung. Ja, bei Quest-Test wurde auch gezeigt, dass das iPhone viel schneller kaputt geht. Natürlich, klar, besteht ja auch nur aus Glas. Ja, und halt, die wollen natürlich damit Geld machen. Überleg mal, was das kostet, wenn ein iPhone nur reparieren lässt. Das ist halt der Witz, vor allem du hast ja noch nicht mal eine Versicherung oder eine Garantie drauf, die umgehen das ja in Deutschland, nehmen sie einfach keine richtigen Apple-Filialen haben. Oh, achso, ich habe da was gehört. Was denn? Es ist sehr schwer, Gäste im Stream zu haben und gleichzeitig zu hören. Du sollst dich auf das Spiel konzentrieren, Vibe. Oh, du weißt ja jetzt, was da kommt. Basti wird nächste Woche Sonntag Alien Isolation machen. Eins, wo sie streiten, dass das Motto ist, dass man im zweiten Teil spielt. Sie streiten?
Ja, den zweiten Teil wollen wir auch machen. Und wenn das wirklich so zweit ist, machen wir das zusammen. Das wird nicht gut gehen. Ich will schleichen, Bianca will wieder schießen. Ach, Moment, da gibt's ja keine Waffe. Das wollte ich gerade sagen. Da gibt's ja keine Waffe. Ach, sowas. Hauptsache Lärm machen. Wieso musst du dich jetzt bewegen? Ich fand aber, was ich gesehen habe vom zweiten Teil, das sah irgendwie schon mega cool aus. Das stimmt. Das geht jetzt irgendwie in so einen Sumpf? Ja, Sumpf, Wald. Sowas. Auf jeden Fall. Aber es sah cool aus. So, Falco, hab eine E-Mail geschickt, weiß aber nicht, ob's gefunkt hat. Ja, vor allem, ich habe ja vom Berufswegen her habe ich ein iPhone noch in meiner Tasche zusätzlich zu meinem Android-Handy. Und allein vom technischen Standpunkt, wie Apple manche Sachen handhabt, ärgere ich mich da gerne schon mal. Weil die Sachen so. Ihr müsst mir den Screenshot nicht weiterleiten, Leute. Ich habe das Video, ich habe die Aufnahme. Ich kann mir alles aus meinen Sachen rausziehen, was ich will. Achso, das stimmt. Ich kann auch nicht mal über die. Ich kann über die Kohle nicht drüber laufen, weil er. Ach, weil er barfuß. Nein, weil er barfuß ist und der mit seinen kleinen Armfüßchen nicht über blanke Kohle gehen kann. Doch, er konnte über Kohle laufen, aber der hört nicht. Nein, er kann nicht sprinten. Nein, Little Nightmare ist ein Solo, haben die zumindest gesagt. Ach so, okay. Oh, das finde ich aber, das ist aber Chance vertan. Aber das sah, also ich habe nur den Trailer gesehen und es sah halt so vom Trailer aus, ob man es so zweit kann. Also das klingt für mich aber ziemlich nach vertaner Chance, wenn ihr mich fragt. Ja, das stimmt. Also, aber ehrlich, ich glaube, da würde es so viel Streiterei geben. Ach ja? Ja. Keine Ahnung, wieso hast du nicht geschwungen, wieso machst du das, bla 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 und... Ich will es, trotzdem. Ich wette mit dir, weil ich der mich jetzt gehört habe. Ach, der kann. Du hast meine E-Mail-Adresse nicht mal. Wie willst du mir das schicken? Und du wirst den Teufel tun und die jetzt preisgeben? Nein, ich werde. Achso, der hat mir das bei Instagram geschickt. Vor allen Dingen, für Falco finde ich das ziemlich mutig, weil ich würde niemals meine private E-Mail-Adresse rausgeben, erst richtig in einem Stream-Chat, um Gottes Willen. Ja, wer hat es geschickt? Sieht knaller aus. Ich gucke. Also ich weiß ja, wie es aussieht, weil ich habe das Video heute geschnitten. Ja, in diesem Moment, wenn du realisierst, dass das Kauen doch ein Fehler war. Oh Gott. Super. Besonders wenn die Kamera wenigstens eine bessere Auflösung hätte in dem Moment, ne? Na dann. Oh, so, weh. Kollege, lass mich zufrieden. Also ich würde das auch nie machen. Wenn ich irgendwann mal eine E-Mail-Adresse angeben muss oder so, würde ich, glaube ich, eine extrare machen, statt irgendwie so eine Privat oder so. Meine E-Mail ist öffentlich, ist extra für YouTube. Ah, okay. Okay. Oh, wozu gibt es denn sonst Hacks? Ja, ist Hacks, genau. Aber wohl ein bisschen Hack hätte ich jetzt auch gern. Gott sei Dank, dass der blind ist. Bin ich sogar auf meinen Kanal verlinkt. Ah, okay. Ist der hinter mir? Nein, ich höre ihn nicht. Kannst du den Chat fragen, man hört ihn nicht. Das will ich auch für dich gehofft haben. Ist okay. Im Hintergrund rauscht es ein bisschen. Ja, das ist die PlayStation oder der PC? Ich glaube, der PlayStation primär. Ja, es kann wirklich die PlayStation sein. Ich hoffe, die PlayStation 5 ist was leiser. So, Problem gelöst und jetzt ab in den Speiseaufzug. Hui! Und tschüss. Mal gucken, vielleicht setze ich die PlayStation doch noch eine Etage nach unten. Ich weiß es nicht. Ist das da vorne eine Anspielung auf Silent Hills? Ich habe Silent Hills nie gespielt. Die berühmte Demo mit dem braunen toten Kind? Ach so. Jetzt mal im Ernst, was ne? Was denn? Also gehört von dem Blinden, ob der in der Nähe ist. Basti hat nämlich also keinen Ton, weil ich die Kopfhörer anhab, weil der kann sowas nicht anhaben. Den Lüfter höre ich. Ja, das ist halt die PlayStation. Irgendwie. Ja. Ich hoffe, das ist aber zu ertragen. Was ist? Irgendwie geht die. Was ist? Die Steuerung geht irgendwie ein bisschen ab. Und liegt das jetzt daran, dass. Ach so, das regt wohl das. Weil das wackelt, das Schiff.
Ja, das Problem ist. Ja, ich hoffe, dass die PlayStation 5 leiserer ist. Das ist kein. Naja, Mensch. Auf einen. Können wir mal den Controller bitte wechseln? Oh. Ja, wenn du mal weggehst, weil nämlich im Weg, ich kann mich nicht bewegen. Kleinen Moment, wir tauschen mal kurz den Controller, weil irgendwie scheint der hier gerade ein bisschen. Was machst du da? Lass es bitte! Ich mach ihn aus! Das kannst du auch so machen. Ach so, okay. Besser. So. Der Lüfter ist bei mir nicht zum Hören. Und wenn, dann super leise. Schon meine ist auch nicht leise. Aber das Gute. Ist aber die PlayStation, ne? Ist einfach die PlayStation. Sogar die Pro wird manchmal sehr laut. Ja, meine ja. Vor allen Dingen. Ja. Also ich habe ja die noch die normale, ne? Also die erste Generation und Basti hat die Pro. Und die wird auch laut. Natürlich nicht bei allen Spielen, ne? Aber halt auch schon. Baustelle, ich bin am laufenden Flughafen. Was laberst du? Ich bin lauter. PS4. Hey, über was redet ihr? Ich habe die Pro und die wird laut, ja. Ja, die wird wirklich laut. Ja, weil vor allen Dingen einen Geräuschfaktor hat man auf dem Ding schon mal weniger. Auf der PlayStation 5 keine sich drehende Festplatte. Stimmt, da könnte die wirklich was leiser sein. Und eine SSD braucht auch viel weniger Strom als eine Festplatte, die sie die ganze Zeit dreht. Ich habe sowieso keine Ahnung von der Technik, ne? Also. Was die Leute sich über die SSD aufregen. Ja, das sag mal so, das ist ja ein bisschen der Bauweise von SSDs geschuldet, dass sie so eine komische, krumme Zahl an Speicher hat. Das ist. Ja, ich glaube, was von 900. 850. 850? Ja, ne? Das hat was mit der Bauweise zu tun. Das ist. Da hat man nicht viel Einfluss drauf. Ich sag mal so, aber die könnten wenigstens dann eine M2-Festplatte reinbauen. Ehrlich, ich werde sowieso dann wieder eine Festplatte. Vielleicht kann ich sogar die Festplatte mit anklemmen. Das ist gut möglich, aber ich glaube, das wird dann. Soll auch nicht mehr so warm werden, habe ich gehört. Ah, okay. Ja, klar, braucht weniger Strom. Ich muss sagen, mal, die ist im Moment nicht so warm. Schon ein bisschen warm, aber die Switch, die wird warm, Alter. Das stimmt. Wenn du die aus dem Dock holst. Also irgendwie kann ich. Ach, ich kann klettern. Ah! Glückwunsch. Ich glaube, das stimmt. Das werden wir alle im November herausfinden. Hast du die auch schon vorbestellt? Oder holst du die später? Ich habe den Witz aber irgendwie nicht ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Bis da vorne rollt er nicht, ne? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Mit, also digital oder mit Laufwerk? Und dann stelle ich den nämlich hier hin, dann rollt das ein bisschen und ich kann da mich rauffallen lassen. Dass ihr hier seid. Achso, ja, gerade so, was schreibt der Bot? Ich hatte am Anfang nämlich erst überlegt, weil ich meistens nur noch digitale Spiele kaufe, ob ich mir nur die digitale hole. Aber ich habe gedacht, weißt du was? Für einen Notfall ist es nicht verkehrt. Eben. So nimmst du dir die. Und es soll ja auch Laufwerk, ja. Und das sollen ja auch die Spiele teurer werden. Die sollen ja teurer werden. Und man weiß ja nie, vielleicht kriegt man doch das ein oder andere Spiel dann mal als Disc preiswerter gebraucht. Oder vom Krabbeltisch im Saturn ja. Oder so. Das haben wir ja schon oft genug gehabt. Ne? Eben. Also, oder du kaufst 3 Spiele und musst nur 2 zahlen oder so. Ja. Das haben wir auch teilweise ausgenutzt. Ja, das stimmt. So, und jetzt so blödes. Und ehrlich, die 100 Euro mehr machen das auch nicht aus. Wir fallen lassen. Ja. 100 Euro? Ich habe am Anfang gedacht, halt, dass die eine halt vielleicht auch bessere Leistung hätte, aber wenn nur das Laufwerk. Lohnt sich das Modell mit dem Laufwerk mehr oder das ohne? Ich persönlich würde einfach sagen mit Laufwerk, weil du kannst dann halt immer noch gebrauchte Spiele kaufen. Du kannst Spiele verkaufen, wenn sie dir nicht gefallen. Denk mal, du kaufst dir ein Spiel für 80 Tacken im Store und es gefällt dir nicht. Ja, genau. Und als Disc kannst du es immer noch weiter verkaufen. Klar, du kriegst ja halt keinen Vollpreis mehr für, aber dann ist es so, ne? Oder du kannst mal Spiele ausleihen, um zu gucken, ob sie dir gefallen. Wie gesagt, diese bei Saturn oder Mediamarkt. Ich bin am gucken wegen der Tür, wie man die aufkriegt. Ob Saturn da oder Mediamarkt halt diese Angebote, ne? Kauf 3, buch für 2 Zahlen, ne? Das kann man halt immer noch ausnutzen. Ja.
und du kannst Blu-rays. Ja, genau. Und DVDs gucken. Blu-rays gucken, ne? Ja. Weil ich gucke halt hier eigentlich immer an der PlayStation. Oder halt, wenn wir durch im Schlafzimmer sind. Ja. Cool. Aber cool, dass die PS abwärtskompatibel ist. Ja, aber es sollen ja nicht alle sein, alle Spiele, ne? Deswegen. Ja. Okay, ich klaue Code. Bots. Warzone? Call of Duty. Achso, Call of Duty heißt das. Call of Duty Warzone. Für meinen Freund. Ja, und mit Laufwerk ist es dir halt dann auch möglich, PS4-Spiele zu spielen. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Gut, ich habe trotzdem noch einen Blu-ray-Player. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, war das nicht sogar so, dass die mit der. Kannst du wieder die Tür aufschieben, vielleicht? Ja, das war das Problem, das ging nicht. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht so, dass die PlayStation auch, also mit Laufwerk auch mehr Leistung hatte? Nee. Gar nicht. Okay. Die hatte halt einfach nur das Laufwerk. Also, glaube ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, das geht ohne nicht. Jetzt habe ich den Witz verstanden. Was geht, also mit ohne Laufwerk kannst du natürlich nicht. Nein. Also, die hat die ganz gleiche Leistung. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Xbox ist, ob die halt das so hatte. Weil die Xbox ist, glaube ich, 200 Euro preiswerter ohne Laufwerk, ne? Beide sind gleich schnell, ja. Und in 2 Jahren kommt dann die Pro, ne? Und Basti kann sich hier holen gehen. Ach, jetzt habe ich das besser. Oh, du dummes Mistvieh. Das will kuscheln. Bleib doch hängen, Alter. Bleib doch hängen, Alter. Hui, darf ich das mal mit dir machen? Xbox mag ich nicht so. Du kannst mich gar nicht werfen. Ich habe halt eben schon gesagt, für Xbox gibt es halt einfach keine Spiele, die mich halt persönlich ansprechen. Und wenn, dann kann ich die mir im Store kaufen bei einem Bastis PC spielen oder an meinen PC spielen. Oh Mann, nervt mich das gerade. Was soll ich denn da... Das Ding muss runter. Ja, halb. Ich weiß aber nicht, ob ich noch... Alter. Fehlt mir noch irgendwie ein Kobold? Ist da noch irgendwo eine? Wenn du wieder irgendwo eine Schublade sich bewegen siehst, sag Bescheid. Ah! Da sind... Ja, aber die laufen weg. Und die muss ich jetzt alle trösten. Oh nein. Xbox habe ich mir damals nur wegen Halo gekauft und habe das Game inzwischen auch für PC, ja. Ja. Musst du vielleicht die Kiste unter die Tür schieben? Ja, ich habe schon das Problem herausgefunden. Wo ist er denn? Da. Bleibst du stehen. Das erinnert mich wie an, im engsten Pokémon-Spiel musste man so ein Porenta hinterherlaufen. Das sah gerade so ein bisschen aus. Ich bin mit PlayStation aufgewachsen. Erst Nintendo und dann PlayStation war es bei mir. Bei mir Nintendo 64 und da, GameCube und dann Xbox 360. Ja. Aber Xbox 360 hatte damals einfach die Art 1 die bessere Leistung, Art 2 die geileren Spiele. Ja, aber du bist halt auch mehr PC-Spieler mittlerweile, ne? Ja, das stimmt. Na also, hab ich dich. Ja, Halo ist... Ich habe Halo nie gespielt. War damals das wirklich... Das mit der Porenta war eben goldenen und silbernen Edition. Sag ich doch, nirgendeins war das. Ich wusste das noch. Jo. Alter... Eigentlich sie jetzt mit die Nintendo 64 habe ich auch, aber PlayStation war mir lieber. Ich muss sagen, ich habe eigentlich so Nintendo nur so wirklich für Pokémon, Zelda und Mario. Ich weiß noch, mein erstes Nintendo 64 Spiel war Pokémon Stadium. Ich bin echt kein Ego-Shooter-Fan, aber Halo hat mich... Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe Halo nie gespielt. Du bist wieder im Kackenraum. Ja, aber... Mit dem Schuh. Ja. Was hat mir das jetzt gebracht, ist die Frage. Muss ich irgendwas noch mitnehmen? Was kannst du vielleicht, wenn die dranhängen, wirklich das da drunter schieben? Vielleicht müssen die mit? Oh. Weißt du? Okay. Weil die halten das ja oben, du schiebst das drunter. Ja, hätten die Nasen aber wenigstens oben bleiben können. Ja, aber wenn du da durchläufst. Das Game für den war Bomberman. Oh Gott, da gibt's doch auch ein Remake für, oder? Ach,
tote Reihe mittlerweile. Ja? Ja, leider. Oh, weißt du, was wir machen müssen? Wie heißt das? Nicht Pigman, dieses mit den kleinen Männchen. Pigman? War das so? Ja? Das kommt da jetzt auch. Auf den Gamer hatte ich alle Zelda-Teile. Oh. Ah. Also ich persönlich, ich gucke Zelda sehr gerne zu, aber ich bin auch zu dumm zu spielen. Deswegen macht Basti das dann. Ja. Wir müssen eigentlich noch das DLC von hier dem neuen spielen. Ja. Mhm. Pac-Man. Nicht Pac-Man, sondern hier, Was? Das, wo der Typ dann rumfliegt und dann hat er diese kleinen Männchen, die dir Kommando gibt. Ja, Pac-Man. Pac-Man. Wisst ihr, was das Schönste ist, dass ich auf alten Games stehe, die meisten davon bekommt man für ein Apfel und ein Ei. Oh, aber nicht für hier, für die alten Konsolen. Wenn du jetzt irgendein bestimmtes Spiel haben willst, ja, bezahlst du aber auch schon deine, ja. Aber zum Beispiel dafür gibt es ja... Genau, das heißt Pac-Man, genau. Aber dafür gibt es ja GOG, Gelle, Falco. Herz, Link Awakening. Müsstest du eigentlich auch mal weitermachen, Link Awakening? Stimmt. Guck mir nicht so böse an. Das wäre zu widerlich gewesen, hätte sie mich ins Gesicht gerotzt oder so. Bah! Corby ist auch fantastisch. Hab ich nie gespielt. Hab ich nie gespielt. Ich auch nicht. Nee. Ihr Lieben, kommt der jetzt oder kommt ihr nicht? Nö. Du musst alleine weiter. Aber das ist kein Ort für ein Pferd. Oh ja. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich muss alleine gehen. Wer weiß, bei welchem Spiel das ist. Ja, Link Awakening habe ich lange gesucht. Ja, also Basti kennt den Anfang auch auswendig. Ich hatte das ja angefangen hier auf dem Kanal. Also wir machen das immer so, manchmal spielt er halt einfach was, obwohl wir zu zweit streamen, er spielt dann. Und er hat dann am Anfang so, ja, ich muss dahin, dann dahin, dahin, dahin. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da macht. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile weißt du nicht mehr, was du machen musst, ne? Nee. Durch den Chat fühle ich mich gerade wieder jung. Das Anti-Faltencreme. Hey, das ist eine Werbung für mich, ne? Wollten sie immer noch mal wieder jung sein? Dann schauen sie bei Magpie in einem Livestream vorbei. Oh, ich habe auf einer alten Sega-Konsole angefangen mit Sonic. Oh Gott. Sonic. Wo steht das? Da. Okay, Let's Sven, du mein Freund, bist alt. Er heißt Garados-Typ. Garados-Typ, du bist alt. Nein, der ist jünger als wir. Der hat nächste Woche Geburtstag, der ist ein Jahr jünger. Unverschämtheit, oder? Antifaltencreme. Ach, der Gag war schlecht. Ich streame gleich wieder, weil ich Laune habe, aber ich gucke weiter zu. Was hat mir jetzt gebracht, dass das jetzt sich gesteigert hat? Wahrscheinlich geht dann die Leiter runter. Oh, du konntest recht haben, da oben die Reitleiter ist runtergegangen. Ja, das stimmt. Ich achte noch nicht mal auf das Spiel und ich weiß es. Die Konsole habe ich von meinem Vater bekommen. Die habe ich bis heute noch. Sowas am besten auch bewahren, das ist irgendwann Gold wert. Das ist richtig. Geldanleihe. Ja, ist so. Überleg mal, du hast ganz alte Super Nintendo-Spiele oder so. Oder Nintendo 64-Spiele. Mhm. Originalverpackung noch. Sehr guten Zustand. Ja. Also, ja. Vater des Jahres. Das ist richtig. Ich vermach meinen Kindern meine Konsolen. Wird nicht passieren. Nee, weil die dann kaputt sind. Was? Ich glaube, du musst das wegräumen. Ich glaube eher, ich muss da durchbrechen. Ah. Du hast das kleine Kind wehgetan. Bei mir ging es mit den allerersten Gameboy. Ich hatte das erste, was ich hatte, war Gameboy Color. Steh doch auf, Junge! Geh! Verschwinde! Moment. Hatten wir das nicht schon mal? Ich wollte es gerade gesagt haben. Sehen wir wieder das andere Mädchen? Six hieß sie, ne? Six, genau. Six. Oh nein, der mit seinen komischen Armen. Boah, das ist so. Meinst du, wir sehen auch noch den Koch? Warum nicht? Oh! Ich sehe da oben einen Knopf an einer Kreissäge. Von. Oh! Und ich. Ach so, das war so, da muss man über diese Laken laufen. Ja, ne? Ja, der hört dich sonst. Sie,
Frage. Du kannst da durchlaufen, Bastian. Du kannst da durchlaufen. Ja, ja, das habe okay. ich gesehen. Das hab ich gesehen. Ich weiß noch, als ich, meinen Gameboy bekommen habe, habe ich nie verstanden, wie das Spiel in den kleinen Kasten passt, weil ich halt nur die von Riesige von den Sega kannte. Nein! Hä, wie passt das Spiel da drauf? Das war bei mir auch der Fall, nur ich wusste, wo ich hingehen, während die anderen gemetzelt haben, was ich da mache und habe versucht, mir Tipps zu quatschen, was ich aber nicht gemacht habe. Wieso geht der Knopf nicht? Das scheint brauchst du Strom. Der hat dich gehört, der hat dich gehört, der hat dich gehört. Oh, siehst du den da? Oh. Du bist tot. Bin ich nicht. Jetzt. Dann viel Spaß beim Streamen. Aber bleibe ich hier. Du willst gleichzeitig streamen und zugucken. Ich guck dir diesen Schlüssel mit dieser Internetleitung an. Ja, ne? Will ich auch haben. Ups. Nächstes Jahr haben wir auch einen besseren. Ja, machen wir auch. Also in diesem Stream. Das habe ich mir schon gedacht. Komm schon, komm schon, komm schon. Also glaubst du wirklich, wieso muss ich denn da Strom haben? Weil wenn du auf den Knopf drückst, das geht nicht. Ach, das stimmt, da war ja noch dieser Hebel. Also hat man wegen Rechtschreibfehler, ich schreibe mit meinen, alles gut, alles gut. Ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche, deswegen achte ich da auch gar nicht drauf. Ich bin viel schlimmer. Wenn du mit dem Handy schreiben möchtest, tu dir den Gefallen und installier SwiftKey. Das hilft ungemein. Ja, das stimmt. Das tut dann deine Sachen dir merken. Das lernt quasi ein bisschen deinen, deinen Wortschatz und was du so an Redewendungen regelmäßig benutzt. Mittlerweile kann ich 4 Tipps benutzen, um meiner Freundin zu schreiben. Gute Nacht, mein Schatz, ich liebe dich. Hä? Du schreibst mir gar keine gute Nacht mehr. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber früher. Wo wir noch nicht zusammengelebt haben, mein Engel. Weißt du noch, gab... die Zelda macht wieder auf süß, ne? Oh Gott. Ich bin die süßeste Katze der Welt. Oh Gott. Okay, du hast recht, ich muss wirklich Strom anmachen. Hör auf mich! Ich habe Ahnung. Zwar nicht immer, aber manchmal. Also ich habe immer noch den Stream an. Gib mich bitte eine Internetleitung an. Jetzt nicht mehr. Obwohl ich am PC bin, schreibe ich auch immer schneller als... ich schreibe am Handy schneller als wie am PC. Ich glaube, das ist auch einfach nur Gewöhnungssache, ne? Wie oft man mit der Tastatur schreibt oder ja. So. Das kann ich ja mittlerweile blind. Tut mir leid, da muss ich wieder mit angeben. Ich habe meinen Schreibmaschinen. Immer diese belegt. Angeber hier im Chat, der. Der eine mit der Internetleitung, du hier, ich schreibe blind. Das hat mir im beruflich tierisch geholfen, dass meine Eltern mich dazu gebracht haben, ne? Ohne Scheiß. Ich kann mittlerweile 10 Finger blind schreiben auf Tastaturen. Aber die amerikanische Tastatur ist scheiße. Das sagt man nicht. Wir haben Minderjährige im Chat. Ist aber halt wirklich so die. Ist auch wirklich so. Aber Moment. Du musst die Kurbel benutzen. Und das macht wahrscheinlich Krach, oder? Ja, das macht Krach. Am besten schreibe ich das. Lauf weg! Der Harald ist da. Der Harald. Also schreibe ich wie ein Uzi. Am Handy ist es so zum Kotzen, finde ich. Ich schreibe am PC schneller, aber meine Kiddies fehlen da gerade. Weißt du, was eine Uzi ist? Ach so. Das ist schon Maschinengewehr. Die Maschinenpistole. Man will ja schon korrekt sein. Ach so. Was spielen deine Kiddies denn am PC? Die schöne israelische Maschinenpistole. Immer diese jungen Leute, die Kinder haben. Aber du weißt ja nicht, ob der jung ist. Das war ja der Witz an der Sache. Wir sind auch nicht mehr jung. Wieso musstest du mir das jetzt sagen? Wir sind alt. Okay, mit anderen Worten, wir müssen einfach nur das Ding anschalten. SpongeBob, K.A. wie noch. Ah, das Neue? Oder so ein anderes. Ich hatte mal eins für die PlayStation 2. Das hatte ich dann eine Freundin ausgeliehen.
Und das kam dann verkratzt zurück und ich konnte es nicht mehr spielen. Oh nein. Das war kacke. SpongeBob ist aber auch nicht zu unterschätzen, finde ich. Neu, ah, okay, das neue. Das, ach, das Battle for Bikini Bottom Extra. War das so, dass ähnlich hieß die, diese Remake-Version? Keine Ahnung. Aber das würde ich irgendwann auch mir immer gerne kaufen. Das habe ich damals auf der... Hey, hör mal, das war super, das Spiel. Lauf! Das habe ich damals auf... Harald kommt! Hat er mich noch gekriegt? Nein. Ja, Gott sei Dank. Das habe ich damals gespielt auf meinem Gamecube. Das Spiel war super. Schlacht von Bikini Bottom heißt das. Ja, ja, genau. Schlacht von Bikini Bottom Extra Nass Edition oder sowas. Irgendwie so hieß die. Die hieß irgendwie so komisch. Okay. Aber das würde ich, das gibt es mittlerweile auch bei GOG. Das will ich mir irgendwann mal kaufen. Das ist super. Das ist so richtig so ein schönes altes, ich sammle meinen Kram zusammen, Jump'n'Run. So, weißt du, so wie Banjo-Kazooie. Zum Beispiel. Super tolles Spiel. Will ich unbedingt haben. Ja, von der Serie, ne, und das fand ich damals, wie alt war ich da, wo die PlayStation 2 war? Boah. Keine Ahnung. 10, 11? Auf jeden Fall natürlich die Serie, ne? Ich glaube, die kennt jeder so in unser Alter. Wäre traurig, wenn nicht. Hey, Sandy. Und, ja, dann kam halt das für die PlayStation 2 so ein Spiel. Ja, ja, das war das ja war das. Kacke. Das war das, ja. Kacke, eindeutig Kacke. Aber das Spiel das war insofern blöd für mich damals. Ich hatte es zwar gerne gespielt, aber das gab es auch in der deutschen Version, nur auf Englisch. Da habe ich mich als Kind drüber aufgeregt, ne? Und ich habe keine Sprache gefunden. Oh, ich war so enttäuscht. Aber hingekriegt habe ich es trotzdem. Ich stelle mich immer den kleinen Basti vor, der dort sitzt und weint. Wie sein Eis runterfällt. Ja, ja. Das ist die Frage, was kann ich hier jetzt noch tun, um die. Kann ich die. Da ist ein kleines Männchen um im Glas. Ich war im Glas. Oh ja. Muss ich einfach nur irgendwas dahin schmeißen, damit das Viech runterfliegt? Ich würde sagen, ja. Kannst du den Hammer nehmen? Ich versuch's gerade okay. Schon, aber nein. Hast du da irgendwas anderes? Wieso sind da Schienen? Habe ich hier irgendwo ein Stückchen Kohle? Kann ich irgendwas davon nehmen? Nein, ja, vielleicht. Also, willst du dann nicht eher Link Awakening zu Ende machen erst? Können wir auch machen. Aber dann haben wir das zu Ende. Aber ich habe nochmal Bock auf Alien Isolation, wenn ich ehrlich bin. Das hatte ich so vor kurzem mir überlegt, mir das mal auf dem PC nochmal zu installieren. Am liebsten würde ich euch ein Foto schicken, von wie die SpongeBob-Spiele zu zweit. Ich will glauben dir, das musst du nicht unbedingt. Das Internet ist gefährlich, Digga. Ja. Oh, ist auch süß, dass sie dann zu zweit das spielen, ne? Ging das zu zweit? Also ich weiß... Ja, wenn man sich abwechselt, das finde ich irgendwie süß. Ist aber so, ich hatte selbst nicht so ein Problem, weil meine Schwester kann sich nicht für Videospiele interessieren. Ja, und dann ist das auch viel älter als du, ne? Trotzdem. Gameboy hatte die auch. Ja, aber... Ja. Trotzdem ist älter als ihr, ja. Ich nicht irgendwas. Das hast du bei meinen Geschwistern aber sich nicht vorstellen können. Dass man in Harmonie zusammenspielt, ja, aber ich kenne da wieder auch genug Geschwistertiere. Hä? So, jetzt habe ich wieder ein Problem. Was mache ich jetzt? Von wo bist du gekommen? Von der Leiter? Aus dem Rohr. In der Leiter komme ich leider nicht ran. Da musst du wahrscheinlich irgendwas hochwerfen, dass die Leiter runtergeht. Das Problem ist, ich habe nichts zum Werfen. Okay. Ein 4- und ein 6-Jähriger. Oh, das ist voll süß. Oh. Aber ich sehe da auf jeden Fall, da oben sehe ich... Da sind Fingerabdrücke. Ja. Oder Handabdrücke. Finger. Ja. Das Ding ist halt... Okay, du brauchst irgendwas... Oh, warte mal, der hüpft. Geh doch mal da drauf. Ah, ich verstehe schon. Weißt du, der hüpft dann nach vorne und fällt runter und ist tot. Aufgeschnitten von den Glasscherben. Jetzt kletter doch da hoch, du dummes Mistvieh. Alter. Basti, schrei nicht so. Danke. Das regt mich gerade echt tierisch auf. Wieso klettert dieses dumme Einmal Kind nicht mehr? Gegen den Baum. Ich glaube, das ist gerade buggy ein bisschen. Geh nochmal kurz in den anderen Raum und dann nochmal rein oder so. Mann, schon wieder verschrieben.
Hab erst eine Grundschule gegangen. Ich glaube, die Steuerung ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Ich hoffe nicht. Du sollst das zu Ende spielen. Ja, eben war das ja auch schon so. Wieso hält der sich sonst nicht fest? Bastian, schrei nicht so. Wieso kann Danke. Ich, wieso kann ich mich da... Ja, ich springe nochmal. Nochmal. Ja, da soll man ja auch mal drauf kommen, auf so einen Quatsch. Das habe ich aber auch gesehen, weil er gesprungen ist. Wir haben sogar die Lemmige. Oh, das wird es auch für die Dings geben, neu. Lemminge auf dem Schul-PC? Das soll es auch für die PlayStation 5 geben, habe ich im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, das was du meinst. Löwenzahn gespielt. Ach, Löwenzahn. Alter, geile Spiele. Habe ich nie gespielt. Da gab es ja diese Sendung von. Da gab es also, dann gab es auch später für Kinder so Spiele. Die, da habe ich, das habe ich jedes Jahr von meiner, Patentante zu Weihnachten gekriegt, bin in der Post. Die hatten Hugo. Alter, Hugo war auch geil. Ich hasse Hugo gehasst. Ich fand das super. Ich habe Hugo wirklich gehasst. Bestes und dann Spiel. Hatte meine Schwester so ein Spiel, da, also so mit Märchen halt, sowas wie Rotkäppchen und so. Da musstest du halt genau die Geschichte nachspielen, aber du konntest halt auch was anderes machen. Und wenn du was anderes gemacht hast, war dann die Geschichte total anders. Das war cool. Da ist das Meter 6! Was sieht du, Stalker? Und hallo! King, willkommen, willkommen, willkommen. Der Basti ist wieder am Zocken. Lange her. Das ist wirklich lange her. Och Gottchen. Ich fühle mich alt. Wo ist die Zeit nur hin? Ehrlich, wenn ich so auf der Arbeit mit so den Jüngeren da zusammenarbeite, ne, und die dann ihre komischen Witze machen, denke ich mir manchmal, boah, bist du alt. Bin ich alt geworden. Aber wir können wenigstens jetzt sagen, wir kennen auch die richtigen coolen Spiele, Leute. Wo ist die Zeit noch hin? Ja, das auch noch. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ihr kennt doch bestimmt diese Zeitschriften, ne? Sowas wie, keine Ahnung, Wendy und sowas. Mickey Mouse. Ja, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, die Mickey Mouse gibt es noch, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall. Es gibt so viel und ich denke mir jedes Mal nur, was ist alles das für ein Scheiß, was da drin ist? War das früher auch so? Mhm. Und man hat das als Kind bekommen. Ey, die Mickey war super. Da gab es auch sogar schon mal ein oder zwei Mal gab es ein Videospiel da drin. Unter anderem, wie heißt das? Ah! Tja. Unter anderem, wie hieß es? Funkflitzer. Bestes Spiel. Oh, eben. Es gab auch in so Complex manchmal Spiele. Ach Gott. Pyjama Man hieß das eigentlich. Pyjama Sam. Ja, Pyjama Sam, das war so cool. Das habe ich bei Steam mir auf die Wunschliste getan. Das hier wollte ich gerade sagen, das gibt es ja bei Steam mittlerweile. Ja. Pyjama Sam. Ihr habt von mir ein Abo. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Siehst du, du bringst Klick, Bastian. Du musst jetzt immer dabei sein. Okay. Man braucht gar keinen Ausweg als Frau. Ach, jetzt habe ich den Witz verstanden. Da hoch. Und da hoch. Ich muss auch gleich wieder nochmal runter und die Wäsche machen. Ja, die Funkflitze habe ich. Kenne ich gar nicht. Funkflitze. Also, die gab es auch, die kannte man eigentlich in Deutschland nur durch die Mickey Maus. Das war quasi so eine Art. Kennst du Micro Machines? Nee. Okay. Micro Machines war so ein Game, das war super. Das ist. Kleine Eutekens, in dem Fall halt so ferngesteuerte Eutekens, die du halt durch so Comic-Hintergründe gefahren hast. Und der Witz daran ist halt einfach, du konntest dann noch so kleine Power-Ups, wie zum Beispiel schieß Blitze oder schieß mit Raketen und solche Sachen. Wir hatten halt so ein Auto, also so eine Disc, da waren verschiedene Autospiele drauf, ne? Und eins war total cool, bin kurz AFK. Okay, bis gleich. Auf jeden Fall war es cool, da konnte man Menschen überfahren. Ich war schon als kleines Kind ein Sadist. Meinst du vielleicht Carmageddon? Ich habe absolut keine Ahnung. Das gibt's bei GOG. Das war eigentlich ein Autorennen, aber man konnte halt auch Menschen überfahren, wenn man in der Stadt ein Autorennen hatte. Und ich fand das geil. Gegen meine Jungs. Okay, bis gleich.
Ach, jetzt habe ich den jetzt verstanden. Ah, und wenn man die CD-ROM in der DVD-Player legte, hat das Witz erklärt. Wäre es möglich? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Tatsächlich. Ich wollte immer mal Lost spielen. Das habe ich als CD auf der Games da, aber das Spiel war nicht so. Das hat damals. Ja, ich habe auch gehört, das soll nicht so gut sein. War es auch nicht. Baby, kannst du mal bitte kurz neben angucken? Ich glaube, das riecht ein bisschen, als hätte die Sally wieder auf die. Nee, ich glaube eher, dass einer von denen gerade AA gemacht hat. Das riecht aber eher so, als hätte einer von denen wieder auf die. Ich glaube eher, da hat auf die Handtücher. Du hast Handtücher auf den Boden gelegt? Nein, aber die Sally reißt die ja gerne runter. Kann man das irgendwo runterladen? Mal Kapitän Google. Ich glaube ja. Bin sofort wieder da. Basti, bitte verärger die Leute nicht. Hi, Sella. So. Hat die Katze das runtergeworfen? Nein. Okay. Wir müssen nämlich, glaube ich, das, das Wackeln von der... Hat einer von denen gebläht. Okay. Tun Katzen auch manchmal. Na, das tun sie. Jolinki? Ja, komm, 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 hoch, 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 hoch. Nein. Darf ich wieder? Du darfst wieder. Ich habe heute sogar ein Lätschen auf der T-Shirt an. Oha. Oh. So. Nein, nein. Musst du mal GOG gucken, die haben sehr viele alte Spiele. Ja, aber ich glaube, Funkflitzer haben die da leider nicht. Ich hätte das so gerne mal gehabt. Es war ein tolles Spiel damals. Oder? Ist aber irgendwie schade, dass man so die alten Spiele nicht mehr zum Laufen bekommt, ne? Ja, das ist traurig. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel, das gibt halt nur auf CD. Das gibt halt leider nicht auf irgendwelchen Plattformen. Das ist Goblins 4 mit 3 i. Goblins. Ist das nicht aber das, was es jetzt mittlerweile wieder gibt? Was? Oder ist das ein anderes, was ich meine? Ich weiß es nicht. Was stelle ich jetzt mit dieser Dresine an, ist die Frage. Schieben? Ja, das Problem ist, ich kann... Ach, wo? Nee. Nee, komm, vergiss es. Da brauche ich, glaube ich, noch einen, nach einen von den Jungs. Da war keiner mehr eben. Ja. Kannst du den da hochwerfen? Weil da Handabdrücke sind. Puh, versuch mal, dass du den da hochwirfst. Das, wenn er mich, ich glaube aber dafür brauche ich ja die Dresine, damit ich da dran komme. Ach so, das könnte auch sein. Ah, wo ist denn der? Aber da musste da ja noch ein anderer Flitzer sein. Ich kann mal, kannst mal probieren, ob das was bringt. Deswegen finde ich das top, dass es eine neue Flagge von Siedler 2 gab. Du, es gibt auch die alte Version von Dings, nee. Gibt es bei GOG von Siedler 2 und die funktioniert wunderbar. In der die haben das durchgescriptet mit DOSBox Software dahinter, das funktioniert blendend. Also ich und Aufbauspiele ist ja so. Ich vermisse aber Warcraft 2. Ah, okay. Gibt's ebenfalls bei GOG. Willkommen zurück! Willkommen zurück. Ne, Warcraft 2 gibt's ebenfalls mittlerweile bei GOG. Ja? Mhm, vor kurzem erst. Und genauso Diablo 1. Ja. Aber es gibt schon was länger. Ja, das gibt's was länger. Hast du auch für den DS? Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Ja, genau meine ich ja. Aber das Lustige war, die war verbuggt. Auf dem DS. Auf dem DS? Da kannst du nur wieder gucken. Ich glaube, ich vielleicht bringt das ja irgendwas. Dann muss ich das mir ja angucken oder solche Späße. Kann ich irgendwie den... Was ist denn GOG? Was? GOG ist sowas wie Steam. Was? Für den PC. GOG ist eine Seite, ist was wie Steam, aber die haben sich damit groß gemacht, alte Spiele neu aufzubereiten, teilweise auch sogar den Code zu verändern und Bugs zu beseitigen. Und die Spiele, die da anbieten, laufen, auch wenn es alte Spiele sind, auf neue Hardware bestens.
Nur manche von den Spielen muss man darauf achten, die laufen nur unter Windows 7 und nicht in Windows 10. Und die haben keinen Kopierschutz. Und ja, genau, und die Spiele sind da kopierschutzfrei. Die sind, ich mag, das ist keine Werbung, ich liebe nur diese Seite einfach, die ist super. Obwohl, die können uns gerne sponsern. Ja, du, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Also GOG, wenn ihr Sponsor braucht, ruft uns an. Cyberpunk hätte ich gerne umsonst. Ja, ja, das ist nämlich der Witz an der Sache, die, bin ich gestorben? Nein. Ich lebe noch. Weil das ist nämlich das Lustige daran, die Firma, die Seite GOG, ist, die gehört CD Projekt Red, also den Leuten, die Witcher gemacht haben. Und, wie heißt das, die Witcher gemacht haben und jetzt Cyberpunk. Und Cyberpunk jetzt auch. Da habe ich alle drei Teile von Diablo plus Erweiterungen. Ich habe nur den letzten Teil gespielt. Von was? Diablo. Ja. Den zweiten haben wir, glaube ich, auch, ne? Ja, den habe ich. Aber davon habe ich so Kopfschmerzen bekommen. Von der Grafik. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Ich habe das Problem, wenn ich am PC manchmal spiele, kriege ich manchmal so Kopfschmerzen von manchen Spielen. Ja. Aber im Ernst, GOG, beste Seite. So, aber jetzt ist halt die Frage, was stelle ich jetzt. Theme Park, ich glaube, das alte. Das gibt es doch auch da. Theme Park, aber nicht Theme Park World. Das, ach so. Das Theme Park World war ein 3D-Spiel. Das alte Theme Park war noch so halb Pixel-Dings. So, aber jetzt habe ich das Problem, jetzt weiß ich halt immer noch nicht, was ich hier anstellen soll. Geh nochmal in den anderen Raum. Weil ich krieg das Ding halt dann nicht rüber. Okay, du brauchst entweder noch ein paar Lemlings. Ein paar Heizelmännchen. Die Tür kannst du nicht hochheben oder so. Nee, das geht nicht. Leider nicht. Bassi? Ja? Kannst du das Ding mal da runterschieben? Was? Da ist nämlich eine Dings. Oh, ich sehe es gerade. Danke. Ja. Ich bin nicht im. Heinzelmännchen, willst du mich verarschen? Das finde ich nicht witzig. Es ist gleich tot. Jetzt bring da hoch, kannst auf die Kiste und dann halt ja, da. Ja, das wird's. Wahrscheinlich findest du da noch ein paar Hani und Nannis. Ah, guck mal. Da kommst okay. Du und du musst da wahrscheinlich einen dran werfen. Ja, wahrscheinlich. Ich muss mal sagen, das ist wirklich ein bisschen aufwendiger und ein bisschen anspruchsvoller, das DLC. Da bin ich auf den zweiten Teil gespannt. Hm. Oh Gott. Oh! Ich wollte gerade sagen, ist das mit den Schuhen? Kannst du da runterspringen? Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie mich durch die. Ah, scheiß drauf. Okay, was okay, den musst du jetzt wahrscheinlich kuscheln oder so. Weißt du, das Vieh läuft da rum und sagt dann Bazinga. Oh Gott. So, ich hab kuschel dich. Ihn. Ich hab dich. Okay. Und den musst du wahrscheinlich jetzt hochwerfen. Naja. Ist das DLC, zweite DLC, oder? Noch das erste, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie viele die. Das zweite von dreien. Also, das wurde halt in drei Kapitel aufgeteilt. Die Frage. Wohl irgendwie, keine Ahnung. Das war irgendwie total komisch, wo wir das runtergeladen haben. Ja, ja, man musste einfach nur die kleinen Schlüsselchen runterladen, ja. Quasi, damit das freigeschaltet wird. Unnötig. Oh, jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay, bitteschön. Machst du mir bitte die Tür ab, das Dings an. Bazinga! Achso, ich habe. Warum hat das Spiel jetzt den Dings verlangsamt, den Sprung? Aber gut. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Wieso? Ich glaube, du musst früher aufspringen. Ja. Bevor das diese Schräge kommt. Wieso ist dieses Drecksvieh gerade da runtergesprungen, Alter? Weil es mit wollte. Ja, das ist. Was ist das denn für ein Quatsch? Weiß ich auch nicht. Also. Aber ich liebe Little Nightmare. Programmieren will gelernt sein. Little Nightmare erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Little Miss Fortune. So, das sieht doch gut aus. Und dann musst du den drücken. So, mein Kleiner, wo bist du? Ist der kleine Furz da gerade reingelaufen? Der ist da reingelaufen. Achso, okay. Du kannst selber. Ich hatte aber erstmal Angst, dass ich den da jetzt irgendwie zerquetsche in dem Ding, aber das wird rausgefahren. Ah, yeah. Okay, dann musst du den jetzt runter und dann auch kuscheln gehen. Ihr müsst mal Little Miss Fortune spielen. Ich sag, das ist ein schönes Spiel, Basti sagt, das ist grausam. Grausam im Sinne von sehr, sehr traurig. An was? Was haben wir gesagt? An was? Was? An was?
Ich weiß gerade nicht an was. Und die Physik-Engine Spektrum, siehst du, wie die Tabelle? Ja, das kann fliegen. Offensichtlich. Boah, und Männchen, lauf jetzt bloß nicht auf das Schleuder. Achso, ich habe, an was mich das Spiel erinnert. Ich habe gedacht, an Little Miss Fortune. Genau. Ist so süß. So, ihr beiden, jetzt kommt bitte mit. Ist halt auch so ein Indie-Spiel. Gibt es jetzt auch für die Playstation. Ich fand's furchtbar traurig. Ja, es ist traurig, aber... Also es ist ein sehr, sehr, sehr makabres Spiel, sagen wir es, wie es ist. Geht halt nicht allzu lang. Ich habe das, glaube ich, in 3 Stunden durchgestreamt. Ja, ja. Circa. Aber es ist wirklich schön. Da schieben die auch mit. Ich mag ja Indie-Spiele. Deswegen. Ich habe das Gefühl, dass das trotzdem... Aber das Rauschen ist jetzt weg, ne? Weil die Playstation ist nämlich jetzt auch leiser. Dann weiß ich nämlich, dass es an der Playstation... So. Ja, aber jetzt ist sie leiser als eben. Nee. Doch, oder? Ich hätte gesagt, ja. Wir müssen, glaube ich, Lichter machen. Man sieht uns kaum. Hm. Ist egal. So, da wären wir. Du musst, ja, ich wollte gerade sagen, du musst sowieso runterspringen. Das geht aber lange, das Silti, ne? Little Miss Fortune, wird das so geschrieben, Maschi? Miss Fortune, also M-I-S und das, dann das Fortune. Und das wird zusammengeschrieben. Da spielst du halt so eine kleine Latino-Dame, die... Ich will jetzt nicht so viel spoilern. Nee, ich spoiler nicht. Man muss es einfach für sich selber spielen. Ich find's furchtbar traurig. Hör auf, sowas zu sagen. Oder weißt du, was richtig traurig ist? To the Moon. Das habe ich mal gespielt. Das ist zum... Oh. Es ist so unglaublich traurig. Okay, die kommen mit. Achso, du musst das schieben. Flieh. Flieh, kleines Elf. Nein. Ich bin Elfenkönigin. In... Kingdom of Amalur! Kingdoms of Amalur. So. Ich bin eben Elfenkönigin geworden, Leute. Ich brauche eine Krone. Ich habe eben nämlich noch ein paar Quests gemacht. Ich bin immer noch nicht mit der Hauptstory weiter. Wo ist mein Kessel mit Gold? Ja, finde ich auch. Ich bin jetzt Elfenkönigin. Boom. Mit flüssiger Gold. Hat was gefunden. Also musst du dir wirklich mal angucken. Okay, das ist wirklich cool. Ihr müsst es alle draufstellen, oder? Nee, doch nicht. Kannst du das Ding da aufmachen hinter dir? Oder die Kleinen durch diese Öffnung werfen? Er wird immer noch dabei. Yay. Los! Okay. Oder klettern die einfach mit. Achso, du kannst da klettern. Ach nein! Nein, die stellen sich auf die Öffnung, die kann ich von unten aufmachen. Richtig, so war das. Ich hoffe, die stellen dich jetzt auch da drauf. War ein Problem. Ja, also. Magpie 3 ist Elfenkönigin. 3. Hätte den Keller nicht überlebt. Nein, das war mit 5. Magpie 5 hat den Keller nicht überlebt. Ist mir Wumpe. Ja. Was? Ich bin Elfenkönigin. Die haben mir einfach ihren Königreich überlassen. Das sind sie. Voll nett von denen. Ich hätte die auch alle versklaven können, aber Wo bleibt der dritte? Kollege. Ich hab's gelassen. Da ist er doch. Komm, halt. Das ist immer derjenige, der etwas länger braucht. So. Okay. Oh, das macht sich nicht um oder sowas. Was? Wonach sieht das denn für dich aus, hm? Nach einem Aufzug. Das wäre super gewesen, hättest du den Aufzug verpasst und tot. Mhm. Einfach tot. Ich glaube, du musst mal bitte Licht anmachen. Aber das sei vorne das. Okay, Sekunde, ich mach kurz Pause. Das hintere. Das hintere Licht. Obwohl, machen wir das andere an?
Oder warte mal? Nee. Ich muss kurz die Katze streicheln. Nee, ist schon okay. Ist okay, kannst das anlassen. Ich muss kurz die Katze streicheln. Die macht auf süß, oder? Natürlich, die macht immer auf süß. Du kennst doch Sally, die kleine Drama Queen. So. Einmal kurz ablegen, einmal kurz hydrieren. Du trinkst immer meinen Trinken. Nee, ich will es jetzt nicht. Immer wieder eben meine Raubtiere füttern. Bis gleich. Ach, du auch, was? Meine kriegen morgens Essen. Oh, Falco. Bis gleich, Falco. Eigentlich müsstest du jetzt immer langsam so das zweite Kapitel. Spring runter. Basti? Ich möchte mal sehen, was passiert. Wenn du das alles von neu machen musst, dann bring ich dich um. Genau. Was glaubst du, was passiert? Das ist so wie bei Portal 1 der Kuchen. Hast du Portal 1 gespielt? Nein. Am Ende gab es Kuchen. Du wurdest gebacken und dann gab es Kuchen. Weißt du, was ich cool finde? Wann kommt nochmal dieses Spiel, wo man nicht auf denjenigen hören tut? Stanley Parable. Ja, das war auch. Ich habe vier Meerschweinchen. Wir haben zwei Katzen, Link und Zelda. Also man, glaube ich, merkt, wo die Namensgebung kommt. Ne? Selbstmord ist keine Lösung. Das stimmt. Hatte Link eigentlich damals schon einen Namen? Nein, Link hatte keinen Namen. Zelda hatte einen Namen, aber den haben wir umbenannt. Genau. Zwei große und zwei kleine Bibis oder einfach nur, ich weiß nicht, gibt es auch ein Zwerg-Meerschweinchen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hallo? Raus. Da ist so ein Loch in der Wand. Ach da! Achso. Ohne mich wärst du immer noch am Anfang. Na? Warte mal, das bewegt sich doch wieder so, ne? Wenn das nach da geht, ich weiß es nicht. Ah, guck mal, die helfen dir wieder. Deine kleinen Freunde. Wie warst du mittlerweile? 5. Okay. Oh. Ja, gut. Boah, du bist voll der Sklaventreiber. Achso, ich muss. Wieso habe ich das Gefühl, dass du die auch gleich aufessen tust? Oh, der große Ofen. Die zwei Großen sind die Eltern. Oh, als Babys. Oh Gott. Also Link habe ich bekommen, da war der, ich glaube, man gibt ja Katzen eigentlich erst ab 8, glaube ich, 8 Wochen weg. Aber der war nur 5 Wochen, weil das vom Bauernhof war. Und da waren so viele Katzenbabys, da haben die gedacht, die wäre schon älter, weil er schon alleine gegessen hat. Der war sofort auf die Katzentoilette gegangen. Aber da hat auch meine Handfläche gepasst. Ist das oh Gott. Das sieht aus wie ein Aufzug. Mittlerweile ist er so. Also, ja, ein ziemlich großer. Also bist du wahrscheinlich fast am Ende von dem Hauptspiel. Mhm. Ah, das ist jetzt das Ende von Kapitel 2. Dürfen wir jetzt Pause machen? Pause machen? Was willst du denn für Pause machen? Keine Ahnung. Muss ich das andere jetzt auch noch durchmachen? Ja, wir machen das heute durch. Okay. Wir machen das heute durch, Basti. Ah, meine Schulter, aber das kratzt, das juckt wieder so wie Hölle. Ah. Kinderarbeit ist hier wohl in diesem Spiel, ja. Einfach nur Kinderarbeit. Das ist wie bei, das muss ich irgendwann auch mal für dich streamen, Frostpunk. Oh Gott. Super tolles Spiel. Oh, kannst du gerne machen. Also ich verstehe nichts von Rundenstrategie. Das ist keine Rundenstrategie, das ist Aufbaustrategie. Da hat jemand keinen Bock, glaube ich. Das ist mir egal. Ich habe gesagt, wir machen das heute zu Ende. Es ist halt... ist ein bisschen langatmig, aber wir kriegen es hin. Also mal so, zu Frostpunk gab es im Internet... Willkommen zurück! Zu Frostpunk gab es auch im Internet... Da kam doch jetzt das neue DLC. Ja, ich habe mir den Season Pass letztens gekauft. Glückwunsch. Davon zu Frostpunk gibt es ja ein Meme im Internet. Aber toll, ein neues Stadtmanagement-Spiel. Warum hat es Bossmusik?
Ich wünschte, wir können, wären so schlau und könnten dieses das machen, was Hand of Blood da streamt. Das Crusader Kings. Ich finde das so cool. So cool, aber ich verstehe absolut nichts. Aber es hat auch wirklich viel mit so wirklich mit dem damaligen so Adelshäusern Gedöns zu tun, ne? Ja. Ist da gerade diese komische Dame aufgeblitzt kurz? Ich habe sie nicht gesehen, möchte ich sagen. So viel zum Thema Sklaventreiber, nicht wahr, Magpie? Da steht sie noch. Hab dir ja schon mal was gesagt, ne? Du kannst mich auch deabonnieren. Hier wird Sklavenarbeit betrieben. Also manchmal mobbt mich der Chat, Basti. Du musst mal Machtwort reden. Machtwort! Besonders wenn ich alleine bin, dann mobben die mich am meisten. Oh je. Da waren wir noch nie. Wieso hängt man sich ein Bild von sich selber auf? Weil man selbst verliebt ist? Ah. Ich würde es auch tun, wenn. Ich feiere deine Screenshot immer noch. Ich finde das cool, was da drauf steht. Ja. Mein erstes Meme, Basti! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ja. Sind hier alles Kinder, die von der Richter versklavt wurden? Naja, versklavt, die werden, glaube ich, zu Essen verarbeitet. Ja. Ja, aber die Kleinen auch? Ja. Nee, die Kleinen, die arbeiten, glaube ich, für die. Die Kleinen, du meinst diese Kleinen mit den. Die Wichteln, ja. Ja, ja, ich glaube, die arbeiten. Aber die Kinder, die essen. Ich habe keine Ahnung. Danke dir. Mobben? Ich doch nicht, nein. Ja, komm. Ach, Mobbing sieht anders aus. Also nächste Woche, wenn wir streamen, also wenn ich streame und wenn du auch dabei bist, müssen wir jedes Mal herzlichen Glückwunsch sagen, weil der hat irgendwann nächste Woche Geburtstag, aber er hat der Garados-Typ. Ja. Was war das? Ich hab dich gesehen, mein Kleiner. Was war das? Das war einer von diesen Wichtelchen. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher, ja. Ich glaube, das war eine Katze. Eine Katze? Also ich glaube, du musst das da wegschieben oder so. Ich glaube, ich muss dieses Buch da reinsetzen. Mobben, also ich kann mich auch ohne Wischmob waschen. Bitte busch. Oh, Falco, der war schlecht. Der war sehr schlecht. Guck mal, das ist ein Rätsel. Wir hatten doch schon mal gesagt, glaube ich, dass jeder darf einen schlechten Witz im Chat schreiben, oder? Ist ja nicht so, dass ich dir das im vorletzten Stream gesagt habe, wann genau, aber nein, hast du nicht. Du hast nur gesagt, du hast nächste Woche Geburtstag und du hast nicht gesagt, wann. Falsch. Ha. Eins in den Chat, eins in den Chat. Die gehabt worden sind laut, achso, laut Geschichte, das habe ich eben nicht gelesen, laut Geschichte sind die versklavt worden. Ich habe die Lore in dem Spiel sowieso nicht verstanden. Ich habe es eigentlich so verstanden, halt, dass sie halt die Kinder natürlich essen, ne? Und halt, dass diese Six heißt sie, ne? Dann halt dann da wirklich durchdreht, weil sie halt natürlich in Hunger und dann fingen sie ja erstmal an, Menschen zu essen und dann halt durchgedreht ist. Wie Daenerys Targaryen. Okay. Zum Ende. Aber ich wollte mir auf jeden Fall mal die Geschichte angucken. Die Regel mit dem maximal einen schlechten Witz pro Stream kann durch mich. Kein Zufall, oder? Ich meine, ja, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, dass jeder einen schlechten Witz erzählen darf. Außer ich habe so viel auf Lager. Ich darf mehr. Du brauchst auf jeden Fall ein Buch, das so nach oben geht. Nein. Das ist definitiv falsch. Das eine wackelt so, doch, ich habe dir gesagt, Magpie, noch 3 Tage. Und du wusstest daher, wann. Nach 3 Tage, also Montag? Wenn das vorgestern war, muss es Montag sein, ne? Ja, dann hast du morgen Geburtstag. Okay, uns fehlt ein entscheidendes Buch. Das da vielleicht? Nee, das habe ich schon. Kannst du das, was da aufklappt, nehmen? Was, das, was da aufklappt? Was mich da vor allen Dingen interessiert ist. Oh, kannst du hochklettern. Ich hab dir schon mal was gesagt. Ich behalte mir doch nicht alles. Ich habe gerade gedacht, du bist tot. Wisst ihr, was ich als erstes gemacht habe, als ich mit Bianca zusammenkam? Ich habe unseren Jahrestag in meinen Kalender geschrieben. Das ist so. Ich und mein großes Maul. Pech gehabt. Ha!
Da ist es. Natürlich, wo sonst. Ich bin jetzt ruhig. Ach, erzähl mal. Tja. Basti. Basti weiß manchmal nicht, was er tut. Oh, okay, und jetzt geht das auf. Ich höre ein Klicken und so. Musst du auch gegen die Olle kämpfen? Ich hoffe nicht. Die brauchst du für irgendwas. Ja, ganz eindeutig. Ich glaube, die muss ich runter in das andere. Alter! Kannst du dich im Raum sich erstmal umgucken? Was soll es denn sonst noch geben? Ja, weil du nicht geguckt hast, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist da was, aber okay. Mach doch, ist doch lustig. Nee, der ist gar nicht lustig. Eindeutig nicht. So, also ich glaube, dafür musste ich jetzt in den Raum da unten rein. Also einmal jetzt runter zu dem... Zu dem Raum. Denk daran, ich bin auf deiner Seite. Aber was ist mit dir? Also ich glaube, Falco wird als Mod entfernen. Neuer Modplatz ist verfügbar. Brudi? Dann lass er diese Gossensprache. Meinst du, die musst du da oben drauf? Oh. Ich hätte gesagt, wenn das geht, dass man die austauscht. Da sind noch zwei weitere dieser Fliesen, siehst du? Ah, ja. Okay. Hey, der Witz mit den Goldstein letztens. Goldstein? War der Kracher. Ich weiß es nicht mehr. Die haben wahrscheinlich wieder irgendeinen Witz gemacht, wo sie denken, das war witzig. Ich weiß doch, wir Männer denken immer, wir sind witzig. Ja, das stimmt. Und ganz besonders Väter. Dein Vater ist nicht witzig. Ja, eben. Ach so. Haben alle gelacht. Du kennst du diese Dad-Jokes, also Vaterwitze, so wie... Ich kenne Mutterwitze. Nein, ich meine, das sind Vaterwitze, die so schlecht sind, dass er nur Väter normalerweise reißen. Zum Beispiel sowas wie, kannst mich auch Dieter nennen, zum Beispiel. Was? Die verstehe ich nicht mal. Ist nicht so wichtig. Ist okay. Du musst wahrscheinlich das auf dem Auge lenken, oder? Da ist auch ein Knopf. Ja, ich sehe es gerade. Goldstein. Du hast aber nicht Goldstein geschrieben, mein Lieber. Ha! Uns verbessern, aber selber nicht richtig schreiben, ne? Weißt noch? Shiny Kleinstein. Ja, weiß ich noch. Ich habe aber dann ein Zubat. Irgendwas klemmt da, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Irgendwas will ja noch nicht so recht. Vielleicht nochmal den Hebel? Ich habe keinen. Achso. Nein. Warte mal. Kannst du auf den Stuhl da klettern und irgendwie da hochklettern oder so? Nein, nein. Sicher? Ja. Kannst du nochmal Knöpfchen drücken? Oh, das sah gut aus. Das. Und jetzt? Ah, die anderen Augen auch noch. Das Problem ist, nein, die soll die Hübsche sein und die Kinder sollen sie nicht übertrumpfen. Deswegen lässt sie es nicht zu, dass Mono und Sixt nicht ausbüchsen. Ah, okay. Okay. Ich habe mich echt verbessert. Nicht echt verbessert. Sondern mich. Ach so. Wenn du jetzt Papi hast, du damals eigentlich. Was? Oh Gott, Falco. Was sagt er denn? Lese es selbst. Da hat einer einen Scherzkeks gegessen. Oh, war ja. Das war zu erwarten. Ich verstehe. Und jetzt?
nächste Tür. Du musst. Oh, das Blut. Also musst du irgendwie. Geht die andere Tür auf? Nee, ne? Die Decke kommt runter. Ich war heiß. Achso, ich hab gedacht, du hast nicht gesehen. Okay, ich höre auf. Alles gut. Du brauchst irgendwas, was du dann draufstellst. Ah, so die gute alte Indiana Jones Problematik. Also, komme ich an die kaputte da unten ran? Nee, kommst du nicht ran. Bist du sicher? Ja. Danach. Wenn du das sagst. Wir hören auf Basti. Ich habe vor Little Nightmare, das Buch ist sehr interessant. Ah, okay. Es gibt ein Buch dazu? Wusste ich auch nicht. Das gucke ich aber gleich mal. Kriegst du das bei Amazon? Buch, ne? Buch. Bin zurück, willkommen zurück! Bei Amazon wird es mir nicht angezeigt. Da wird mir alles andere angezeigt, aber nicht Little Nightmare. Was steht da noch? Was war zum Beispiel? Oh. Aber es kommt auch für die PlayStation der zweite Teil. Für die PlayStation 4? Ja. Mhm. Oh Gott, was sehe ich denn da gerade? Aber wie die Geschichte endet, sage ich nicht. Ach, wo hast du das Buch denn her? Ah, ist das das hier? Ne, aber das ist, glaube ich, Englisch. Escaping the Mall. Könnte sein. Das ist auch auf Deutsch. Danke. Ja, der war eine Fliege. Ist das nur auf Englisch, das Buch? Das den Stream jetzt beendet? Jetzt schon? Hä? Oh, ich will diese Deluxe Edition haben von dem zweiten Teil. Mal, wie es aussieht. Fanshop in München. Ach so, okay. Ich habe Internet geguckt. Das raus. Oh, das könnte ich mir zum Valentinstag wünschen, wenn das nicht so teuer ist. Achtung, teuer. Ah, okay. Ja, ich habe es bei Amazon nicht gefunden. Ich habe was im ein englisches Buch gefunden. Gerade als ich aufhörte, habe ich 3 Zuschauer bekommen. Ist immer so. Wenn man aufhört, kommen die alle. Hat er doch eben geschrieben, dass er live geht. Ich freue mich schon auf das Chili gleich. Ich mich auch. YouTube halt. YouTube ist immer, ja. Naja. Okay, also das ist auch nur um was zu transportieren, schön. Hast du die Figur jetzt raus? Nein, leider nicht. Okay, du brauchst also irgendwas, was du darauf setzt. Ah, guck mal, da geht's auch irgendwo hin. Ach ne, hier waren wir schon, ne? Ja, da hat's mehr mit den Büchern. Naja. Kannst du so ein Buch mitnehmen? So ein Audible. Was mich halt ein bisschen. Audible? Also ein Hörbuch? Warte. Ich guck mal. Irgendwie das hier, glaube ich, kann ich auch irgendwo mitnehmen. Was mit diesem halben Gesicht? Das sieht verheißungsvoll aus. Oder war das hier irgendwo? Hallo?
Schatzi? Ja? Wenn du mit der Maus hantierst, dann kackt meine Verbindung ab, vom Controller. Kann nicht sein. Doch, doch. Ich sehe jetzt gerade... Wieso kackt die denn ab? Ich glaube, weil du im... Dein Handy ist das, was dazwischen hängt. Bei Audible finde ich leider nichts. Heißt das dann auch Little Nightmares? Ja, finde ich leider gar nichts. Ja, okay. Ich finde nichts. Was ist der Freck, was ich mit so einem komischen Buch machen muss? Ach, man hat einen Bei mir sagt er keine Suchergebnisse. Okay. Das mal ein. The Chronic. Ich glaube eher The Chronicle. Nick. So. Ne, kennt ja gar nichts. Ich gebe das mal so bei Google ein. Schatze, mach das mal ein L und ein E dahinter. Wo? Hinter das A Chronic. Ihr findet aber trotzdem nichts. Tu mir den Gefallen, mach's einfach. E findet er auch nichts. Drück drauf, auf Suchen. Ne, der ist nicht drin, ne. Ich gebe das einfach mal bei Google so ein. Alter, du sollst kopieren. Vielleicht wäre das ja mal drin oder so. YouTube-Videos. Nee, leider irgendwie nicht. Boah, die erste, also die Sixth Edition, also vom ersten Teil, kostet 125 Euro. Nimmst du mit? Ja, ist klar. Dann sagen wir ein bisschen, nehmen wir gerade die Möglichkeiten aus. Also, Buch hast du ausprobiert? Hä? Das Buch hast du ausprobiert? Ein Buch habe ich ausprobiert. Ich habe es irgendwo gefunden, wo das rein kann. Das war sowieso. Meinst du die Statue mitnimmst? Welche? Die kaputte Nee, die andere. Das ist aber eine, die wir brauchen. Das ist aber gut. Vielleicht geht dann die andere Tür auf. Probieren wir es aus. Ausprobieren geht über Studieren. Kann sein, dass sie es rausgenommen haben. Erschienen war, ich habe gesagt, war 2016. Ja, kann gut sein. Also ich habe auch so nichts im Internet gefunden. Ich höre Glockenschläge. Ein Jahr vor dem Spiel. Ah, okay. Das wäre so gerecht. Weil die ist aus Holz. Siehst du, die ist nämlich anders als die andere. Die war einfach nur fake, meinst du? Ja. Bin ich mal gespannt. Probier mal aus. Und stell die jetzt mal da drauf. Siehst du? Ha! Kannst du hoch? Nee, ne? Okay, dann musst du aber trotzdem immer noch zwei finden. Hm. Also was Dreieckiges und was Rundes, siehst genau. Du? Also
denn die andere Tür geöffnet? Das muss ich ja noch nicht vergessen nachzuschauen. Also die Tür war nicht offen, wo du drin warst, auf jeden Fall. Irgendwas muss ich noch, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas muss man noch mit diesem einen Buch machen, mit der Gesichtshälfte drauf. Aber wo willst du das denn reintun? Kannst du, wenn du das runternimmst, das andere, das Ding anleuchten? Ach, ich mir nämlich eben nur ein, so wie das andere, das anleuchten? Ne, okay. Hätte ja sein können. Kann natürlich sein, dass an einem gewissen Punkt die andere Tür aufgeht, vielleicht. Und klappt aber noch nach oben nochmal. Vielleicht kann ich jetzt diesen ganzen Quatsch da oben nicht richtig einstellen. Kann natürlich sein, ne? Das ist daran jetzt liegt, dass du auch die anderen machen kannst. Who knows? Who knows? Ja, du brauchst ja auch noch einen Schlüssel, wie es aussieht. Ja. Oh, Moment. Was nervt mich an irgendwie? Es klappt halt nicht. Ja, aber dann musst du wahrscheinlich den Knopf wieder drücken. Oh, ach so funktioniert. Okay. Ja, du musst den Knopf drücken und dann kannst du die anderen anleuchten. Das hast du jetzt so geschnallt. Das habe ich nicht geschnallt. Nee, habe ich tatsächlich nicht geschnallt. Oh, Basti. Jetzt wahrscheinlich wieder geklemmt. Ja, so ist es geklemmt. Du musst es einmal drücken. Ach so, davon hängt es ab, weil es sich. Ach, habe ich den Witz. Jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay. Und damit bestimme ich, welchen Ring ich bediene. Ach, so ein Käse. Wirklich, Basti? Das habe ich nicht gerallt. Okay, dann muss ich immer. Du kannst es einmal ganz drehen. So. Oh, okay. Kann ich damit das da drehen? Na komm. Ja, genau, das war genau falsch. Noch einmal rumdrehen. So. Und einmal noch da. Ja, jetzt habe ich den richtigen Ring. Mache ich die Augen alle zu. Jetzt wird ein Schuh raus. Okay, wollte sagen, da ist nämlich auch ein Auge. Wahrscheinlich findest du dann irgendwo einen Schlüssel oder so. Da ist eine Statue, aber ob das jetzt hier ist. Diese Statue macht mich ein bisschen nervös. Alter! Die hat keinen Kopf mehr. Übertreibt halt mit der Creepiness, meine Fresse, jetzt wird aber doch ein bisschen eklig langsam. Was sein kann, dass es das Buch nur in diesem Fanshop gab, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kann sein, aber ich glaube auch nicht. Aber ich finde halt auch so nichts im Internet, ne, deswegen, wer weiß. Meine Fresse, ein Gesicht hässlicher als das andere. Hä? Hast du gerade irgendein Geräusch gemacht? Klick. Ich kann es nicht alle anmachen oder man muss doch Bestimmtes machen. Schon schade, das stimmt. Ich hätte es, glaube ich, mir bestellt. Wovon hängt das ab, welche ich anmache? Vielleicht einfach die Seite und die Seite, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die Tür hatte auf jeden Fall ein Auge. Ach was. Was versuchst du? Alle, die so Glotzaugen haben. Die hat keiner, der da noch.
der daneben, hätte ich gesagt. Nö. Vielleicht Kinder. Das könnte auch sein. Mit der Statue, weil sowas wäre das da. Das hätte ich auch als Kind bezeichnet. Weil es nur zwei sind, weißt du? Sind das sonst nur zwei Mädchen oder so? Ich glaube nur mal, ich muss nur mal genauer gucken. Das da, ich glaube, ich nehme es. Hallo. Das sind gar keine Glotzaugen. Das sind aber welche. Jetzt liegt ein Glotzaugen. Hä? Oh, ein Bilderrätsel. Noch die beiden. Nee. Es scheint ja, du musst ja 5 anmachen, ne? Da hat keine Augen, das da auch nicht. Der vielleicht noch. Bis später. Hat sich was getan? Nee. Nein. Das will ich hören. Das will ich hören. Was muss man denn da machen? Oh, guck dir mal die Bilder an. Vielleicht ist da. Guck mal, da ist der kleine Junge. Da ist dieser komische Opa. Ja, warte, der kleine Junge und der komische Opa. Warte. Ich gehe schon das mal machen. Der Junge und der komische Opa. Also der und der komische Opa. Der da. Das kann ich mir jetzt vorstellen, weil sonst würde ich keinen Hinweis. Meinst du? Ja, Der links und der da. Der Verstellte, ja. Der da. Nee, der war da nicht, oder? Der da. Ja? Dann noch eins. Lass bloß nicht verkacken. Okay, Ja, was weiter rüber? Man sieht doch gar nichts. Genau, den hatten wir auch noch und dann. Mit der komischen Frisur. Genau. Der da. Ja, es geht auf. Wunderbar. Ich höre bedrohliche Musik. Das Auge geht auf, komm. Ah, okay. Kann das sein, dass du bei einem Raum noch mal da weiter musst? Nein! Komm. Werf dich doch weg und... Ach, du kannst. Okay, du kannst laufen. Ah, okay. Die Tür ist zu. Warte. Oh Gott, okay. Aber echt cool mit der Taschenlampe. Das stimmt. Dass sie auch für was Nütze ist, ne? Mhm. Die Taschenlampe und nicht nur einfach, ja, hier ist eine Taschenlampe. Nee, wenn sich einer von den Viechern gleich bewegt, wenn der Scheiß startet und ich drehe am Rad. Ich habe gerade gedacht, die steht da. Hast du das da gesehen? Ja. Und ich habe auch gesehen, wie es despawned ist. Billig. Billig. Okay, dann hast du das nächste. Und dann brauchst du einen Schlüssel. Ja. Vielleicht kriegst du den ja jetzt, wenn du die unten. Alles gut. Basti! Wenn du die jetzt da drauf packst. Okay, was ist das? Dreieck. Six hat ja nur das Feuerzeug. Mhm. Wieso ist gerade draußen das Licht ausgegangen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo der Schlüssel ist. Der liegt in dem Zimmer von der... War das? Kleine Kinder. Warte, ich muss mal gucken, ob ich das Licht schnell wieder anmachen kann. Dann habe ich gleich ein Problem, wenn es nicht geht. Oder es muss. Ich ist schon wieder an.
Achso, okay. Okay, dann holen wir uns die Schlüssel und holen das nächste. Oh Gott, ein Puppen. Da. Was bist du denn? Anleuchten, anleuchten. Du musst immer anleuchten. Das Ziel funktioniert nicht so gut. Aber gut. Anleuchten. Anleuchten ist gut. Anleuchten ist immer gut. Zylindertaschenlampe. Ja, ach. Danke. Danke für nichts, Spiel. Ach, Entschuldigung. Ah ja. Wie, wenn ich das Teil gleich wieder zusammensetze? Oh, komm, zwei. Ach, komm schon. Lauf weg. Ja, mein... Alter, dieses... Alles vorher gemacht, ja. Alter, dieses Zielsystem ist aber der reinste Rotz. Also, sorry. Ach, schaffst du schon, komm. Wenn das einer schaffst, dann du. Ja, ja, kriegen wir schon. So. Kannst du einfach nicht schneller hochspringen oder sowas? Ja, kannst du. Weil da unten hockt der. Taschenlampe, Taschenlampe. Oh Gott, oh Gott. Oder lauf aus dem Zimmer oder so. Das Problem ist halt, das greift nicht so richtig. Das ist ganz, ganz schrecklich, dieses Zielen. Das Ziel ist auf jeden Fall anspruchsvoller als das Hauptspiel, finde ich. Finde ich allerdings auch. Versuch den Schlüssel so weit es geht zu werfen. Ja. Das Problem ist, ich kann nicht nach unten zielen. Ach komm schon, Spiel. Lauf ins Zimmer raus. Alter. Weißt du, dann Crisscross nehme ich und dann habe ich sowieso wieder verloren. Ich werde mal wieder bei Siedler zocken. Lass euch da aber weiterlaufen. Okay. Viel Spaß beim Zocken. Schreien, schreien. Ja. Oh. Wenn die beiden da sind, versucht mal rauszulaufen. Hm. Weißt du, drüben ist ja Licht. So, einer. Perfekt. Alter, dieses... Ah, nicht aufregen, Basti, bitte keinen Controller werfen. Ja. Ist teuer und, Ja, das Ziel, das ist so unkonsistent. Beruhig dich. Vielleicht darfst du den ersten nicht töten. Ah, doch. Wenn zwei kommen, jetzt gleich drei kommen, weißt du? Nein, 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 nein. Lauf raus, lauf raus. Lauf raus! Lauf raus! Das Schöne ist, sie sind halt schön langsam. Schön langsam. Okay. Dieses Zielen, es ist furchtbar. Ja, dann versuch da einfach rauszulaufen. Nein, das bringt mir halt nichts. Weißt du doch nicht, versuch's doch einfach. Vielleicht kommen die ja mit. Oh, du kannst im Nachbarzimmer noch Licht anmachen für den Raum. Oh, das machen wir jetzt auch mal. Okay, die kommen nicht. Hier, siehst du? Das bringt mir halt nur nichts. Okay. Ich hab gedacht, die gehen dann kaputt. Hätte ich auch gehofft. Das war jetzt meine Hoffnung gewesen. Na, meine auch. Aber wenn du in Bewegung bleibst und die mal versuchst auf Abstand zu halten. Kann die ja kaputt machen. Ja, eben. Aber nur mit der Taschenlampe. Lauf weg! Weil das Ding ist, ich kann den halt nicht konsistent draufhalten. So funktioniert das halt. Du darfst aber auch, der darf dich nicht in die Nähe kommen. Ja, wenn der so sprintet. So, Feierabend. Hoffentlich. So, und jetzt ab dafür. Rauf, rauf, rauf damit. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Na, wer kennt's? Wenn da noch welche sind, guck, dass du so schnell wie möglich einfach wegläufst. Ich sehe noch einen, der gerade hochgerannt ist. Aber der Spiel hat gerade, glaube ich, gespeichert. Ja, ich hab's gesehen. Achso, ich wollte gerade sagen, andere Richtung.
sind immer fiese Dinger, ne? Mhm. Ist ja doch noch welche, sag Bescheid, wenn du welche siehst. Ich sehe keine gerade, ich höre auch nichts. Gut. Schön, schön, schön. Alter, steckt das dämliche Ding ins Schlüsselloch. Bastian, bitte. Entschuldigung. Oh, ich sehe gar nichts. Als ob da nicht gleich was hinter mir auftaucht. Nein. Ne? Oh, Drogen. Drogen. Okay, lauf weiter, lauf weiter. Okay, aber mach, achso, da kannst du gar nicht lang. Da, rechts, links. Genau. Oh Gott. Da kommen noch mehr von den Drecksviechern. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du die letzte Statue hast, dass das dann zu Ende ist. Ja, ich auch. Nein. Und dann musst du irgendwas machen, oh Gott. Okay. Okay, so, jetzt mit dem Schuh drauf. So, Freunde, Kinderstunde ist vorbei. Aber ich höre noch welche. Ich hab dich angeschossen! Ja, aber du, das hilft nicht, dass du die ganze Zeit. Doch. Das dauert immer ein bisschen, bis sie verfallen. Ja, aber trotzdem, dann weichen die ja normalerweise zurück. Drecksspiel. Bastian, bitte. Lass den Scheiß. Was regt sich so auf? Musst du wirklich auch voll einschlagen, damit der das Ding so wirklich an zum Ziel nimmt. Hinter dir. Wir sehen. Hinter dir ist wieder einer. Scheiße. So, das ist jetzt ein Feature, das hätte jetzt nicht sein müssen. Weißt du das? Das soll ja nicht einfach sein. Nee, aber das, einfach dieses Ziel funktioniert nicht ordentlich. Das ist das Problem. Natürlich, dass ich auch da die ganze Spawn, ne? Dass du einfach nur da irgendwie durch musst. Ich hoffe nicht. Sonst das würde mich nämlich mega nerven. Wie so ein Kinderlachen, ne? Ich kann nichts hören, leider. Okay. Ich höre es aber immer noch. So, pass auf. Okay. Die spawnen wieder. Ja, aber das Problem ist, ich weiß halt nicht, was ich sonst noch tun soll. Kletter mal auf den Stuhl. Du musst den Stuhl da hinschieben. Mach du Schuss! Und auch Kinder verzogen. Wieso macht ihr die scheiß Taschenlampe nicht wieder du an? Du musst den Stuhl gucken, dass du den da hinschiebst und dann da hochklettern. Ja, das Problem ist, weißt du, dann macht er die scheiß Taschenlampe und er macht die automatisch nicht wieder an. Ja, regt mich so auf, das bringt nichts, davon kriegst du nur graue Haare. Davon hast du ja schon genug. Ja, eben. Jetzt schnell. Ich bin im Stuhl festgepackt. Ja, ich sehe es. Okay. Ich höre was. Lauf. Hinter dem Stuhl. Okay. Ich denke mal, das sind Kinderseelen oder sowas, ne? Ich hätte es auch gesagt, ja. Das ist so weit weg. Da ist auch einer.
hätten sie noch ein Stückchen weit darüber schieben müssen. Drecksviecher. Aber so klappt es, so klappt es. Ja, es ist aber auch... Weißt du, das nervt mich dann jetzt. Sowas ist blöd. Das zieht nur das Spiel in die Länge, was hier, glaube ich, gleich vorbei ist, so wie es ausschaut. Ich würde es vermuten, aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich ehrlich, ich finde das gut, dass sie jetzt Little Caesars schon ein bisschen schwieriger gemacht haben. Ja. Ach, ich hab ein Drecksvieh. So. Okay. Auf. Oh Gott, auf einmal. DLC halt. Ja, ist immer so. In jedem DLC, was ich auch bis jetzt gespielt habe, auch Assassin's Creed oder so, war immer so was, wo man denkt, boah, wollt ihr eigentlich jetzt einen verarschen? Das ist so abfuck. Ich weiß noch hier bei Syndicate, dieses Jack the Ripper. Weißt du noch, wie ich ja geflucht habe? Ja, ich weiß noch, das war... Boah, ehrlich, da war so kurz davor, dass ich den Controller durch die Gegend werfe. Nein. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, die Taschenlampe. Okay, die Tür sind mir zugegangen. Aber sind trotzdem. Oh, fuck. Aber wenn du drauf gehen solltest, müsste der eigentlich da gespeichert haben. Oh, wehe, wenn nicht. Da wäre ich ziemlich angefressen, wenn es so wäre. Pass auf, das ist ein Loch. Ah ja, ich sehe es gerade. Hinter dir, hinter dir. Voll Akro. Boah, nee, sowas ist Bullshit. Einfach nur Bullshit. Macht mich wahnsinnig, sowas. Frustig als Fuck. Oh, Magier, ist das. Nein, 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 nein. Zerbreche. Nein. Zerbreche. Okay. Feierabend. Also dahinter steht hier einer, ne? Sehe ich. Oh Gott, wahrscheinlich musst du das. Nee, ich wollte gerade sagen, da ist wirklich Statue, musst du runterwerfen, also, aber da kommst du ja nicht mehr hoch. Okay, der hat dieses Zielen ausgemacht, das heißt, die Viecher sind vorbei. Also, der schaltet dann einen anderen Zielmodus, wenn das mit der Taschenlampe, wenn die Viecher in der Nähe sind. Das ist ja spannend. Ah, du bist direkt oben, fällt dann bloß jetzt nicht runter. Diese ganze Scheiße jetzt nochmal machen. Jetzt kommen die Viecher. Oh nein. Okay. Oh, ich muss eine zeitkritische Aufgabe machen, und da, wo ich mir quasi die ganze Zeit kaufen muss mit diesem Mist. Brauchst du hier auch bitte aufzuregen? Nee, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Das ist so. Also, guck dir das doch mal an. Siehst du noch irgendwo was? Nein. Da. Und es geht wieder hoch. Ich weiß es nicht. Das ist ja das, was ich meine. Ich hab damit gerechnet mit diesem Quatsch. Da kämpfst du quasi gegen Windmühlen. Und das wäre normalerweise der Moment, wo ich in so einem Spiel Rage quitten würde. Zerbreche. Du auch. Ach komm, du kannst es jetzt mittlerweile besser als eben. Ich höre nichts mehr. Ist mir absolut Wumpe. Ich hasse solche Features, so Spielen. Ich hasse Wasserlevel. Ja, die sowieso. Und Kanalisationslevel. Oh Gott. Jetzt aber, komm. Lau, oh Gott. Nein! Das ist doch... Ah! Ich dachte schon, ich müsste ausrasten. Oh Mann. Ein bisschen Klavier spielen. Ein bisschen Comedy im Chat. So. Wieso? Jetzt ja. Die nächste Frage, wie kriege ich die Tür jetzt auf? Das wird auch irgendwie.
Sekunden Spaß. Die Vase sieht verdächtig aus. Da könntest du recht haben. Kannst du die Rosen aufheben? Nein, kannst du nicht. Warte mal, das Klavier. Aber wo du an die Lampe... Das ist aufgegangen. Ist ja spannend. Ein bisschen Drogen. Kennt ihr das Game The... Convenience Store? Oh ja, das hat Frank gemacht. Das war, ist auch das, wo man so Kunden aus dem Weg gehen muss, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Oh, also die fangen sonst einen ab und dann wollen die was und dann muss man die dahin führen und man hat dann irgendwie nur, ich weiß nicht mehr, ob das Zeit war oder ob das... War das nur eine schwierige Zeit und dann was für ein beschissener Service, wenn genau. ich reporte sie. Oh nee, oder war das das andere? Das ist so ein Horrorspiel. Das mit dem... Das war aber auch so ein, in so ein Store. Ja, ja. Ich weiß, oder das war Tankstelle. Das. Tankstelle war das. Bei der Tankstelle? Das ist halt nur die Frage, wie kriege ich die Tür jetzt auf? Okay. Geh nochmal an die Lampe ran. An die Lampe, sagst du? Okay, die hat eben Horror-Game. Ja, dann ist das das andere. Weil bei der Lampe hat er gerade so ein komisches Geräusch gemacht. Aber... Das flackert, das Licht. Kannst du auf den Stuhl klettern? So, erstmal eine Weile schlafen da drin, das wäre jetzt schön. Ja, kannst du nicht, okay. Was mich halt stören, sind diese Risse in der Tapete, als könnte man das abreißen. Ja. Aber ich kann es nicht greifen. Kannst du an diese Lampe ranspringen da oben? Nee, die an die Wandlampe. Oh, ich weiß wo. Aha. Ja. Okay. Ich verstehe. Weil die hat nämlich die ganze Zeit so ein Geräusch gemacht. Ah, okay. Okay. Damit wäre auch der Kreis geschlossen. Und wehe, die Viecher laufen da schon wieder rum. Ich höre nichts. Ich drehe am Rad, wenn ich noch eins sehe. Ich höre gerade gar nichts. Ich könnte mir gut vorstellen, wie das endet, das DLC. Dann läuft Six über den Weg wahrscheinlich. Nee. Doch. Ich war da draußen. Ja, trotzdem, wir kommen auch noch draußen, wir laufen über den Weg und das, da kommt dann der zweite Teil, hast du ja gesehen. In dem Trailer. Aber da müsstest du ja auch jetzt noch einen Bosskampf haben. Was sagt dir denn dieser Bosskampf, bitteschön? Der Bosskampf war. Der war schon, ne? Oder? Ich könnte es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Boah! Okay, das ist arschig. Da ist wie voll erschrocken. Ja, da vibriert was. Ist irgendwas in Ordnung? Ich höre nix. Oh. Oh, sie ist hässlich geworden. Du musst nochmal gegen dich kämpfen. Das ist durch den Spiegel passiert. Nein. Du musst 100% nochmal gegen dich kämpfen. Hörst du was? Ja. Yeah. Oh Gott. Sie läuft da durch und guckt. Aber du hast eine Taschenlampe. Wahrscheinlich musst du mit der Taschenlampe sie anleuchten. Ja, das war ja nicht die Taschenlampe, sondern die... Die Spiegel. Der Spiegel. Oh nein, ich hasse sowas, ne? Alter. Das ist aber gut gemacht. Ja. Und dann der kleine Junge hechelt auch so, ne? Ich werde langsam... Scheiße. Da komm ich. Dahin. Die Tür ist zugegangen. Was? Oder? Auf jeden Fall so ein Quietschen, so, als ob so eine Tür zugeht, weißt du, so. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Kannst du den Spiegel aufheben? Ja, wir machen das heute durch, das Spiel. Nee, kannst du nicht aufheben. Nee, kann ich nicht aufheben, leider.
hab gedacht, gesagt, wir machen heute Little Nightmare zu Ende. Oh, ach, die Tür ist aufgegangen. Achso, okay. Da war sie gerade, hast du gesehen? Oh nein. Ist das jetzt so? Ja, yeah, da kann ich nichts gut tun. Nein, ne? Nein! Oh, da kommt jetzt erst Kapitel 3. Du bist ein kleiner Kobold! Ach Gottchen. So, so. Davon 15, leicht. Wie fahren wir denn jetzt? Ja, das ist halt YouTube. Ist in letzter Zeit öfters so. Oh nein. Das passiert also mit den kleinen Kindern. Moment. Wir hoffen, dass wir nicht das eine, was gegessen wird. Aber ich glaube, das ist jetzt erst Kapitel 3. Nee, hatten wir schon zu Ende. Das Kapitel 2 hatten wir zu Ende. Ich habe keinen Schnitt gesehen. Was hättest du eine Trophäe bekommen? Du hast eben eine Trophäe bekommen, Bastian. Habe ich, und ich habe keine gekriegt. Natürlich hast du eine Trophäe bekommen, eben. Doch. Ja? Ja. Hallo, wo bin ich denn? Da vorne. Achso, bin ich hängen geblieben. Oh nein. Ich habe halt kein Licht mehr. 20. Der wäre von. Ja, ich glaube ich auch. Dass du der bist, der gegessen wird. Mit Sicherheit. Würde ich drauf wetten. Ja, das. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Ich denke, ich hab halt kein Licht mehr und nichts und ich sehe nichts. Ah, schnell auf den Stuhl. Nee, hier kommst du nicht hoch. Ich kann auch nämlich nicht mehr so hoch springen, wie du siehst. Natürlich nicht, du bist jetzt ein. Lauf einfach! Oh, jetzt kann ich auch wieder was sehen. Oh nein. 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 Die sind alle aufeinander eingeratzt. Du musst in das Loch rein. Welches Loch? Ach so! Das ist so nicht spoilern! Und hallo, willkommen! Willkommen! Nee, schon okay. Das wäre. Ich gehe auch davon aus, dass wir gefressen werden. Du musst durch das Loch, durch die Wand. Hier ist ein Loch in der Wand. Ich sehe nichts. Da war ein Loch in der Wand, das sieht man doch. Ich sehe. Na. Ach. So dunkel. Nein! Och, komm schon! Nein! Geh nach Würstchen. Wo gehst du überhaupt? Ich gehe gar nicht selber. Nein! Ich bin damit nicht einverstanden. Was ich euch verschwiegen habe. Oh Gott. Ich habe wirklich gedacht, entweder müssen wir nochmal gegen diese Olle kämpfen. Sag ja traurig. Oh Gott. Wart ihr, habt ihr bei Portal geredet? Ich werde Portal, glaube ich, nicht streamen. Wir sehen uns wieder. Oh nein. Das finde ich echt nicht nett. Das ist mega traurig. Vor allen Dingen, sie blenden es so noch aus. Aha, da liegt die Wurst. Ihr wisst alle, was passiert. Jeder weiß doch, was da jetzt passiert. Man hatte doch einen Trick dabei. Ja, so runterdrücken. Das geht aber diesmal nicht. Ja. Nein, das ist mega traurig. Also ich weiß nicht, ob wir Portal streamen, das weiß ich nicht. Das kann man nämlich mal gut zu zweit spielen. Ja? Das hat, der zweite Teil hat einen Koop-Modus. Okay. Oh nein! Oh, das finde ich mir. Das hätte ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hm. Ich hätte alles erwartet. Aber nicht, dass
ja, dass wir gefressen werden. Mhm. Ja. Als nächstes wird ja Alien. Oh. Isolation gestreamt. Was passiert da jetzt? Slenderman. Aber ich glaube, das, was man da gesehen hat in dem Bildschirm, hat man auch beim zweiten Teil gesehen. Hatten die damit den zweiten Teil schon angekündigt? Das war sogar Menno, der von Six gegessen wird, ja. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Also ich finde das Spiel mega. Ja. Aber ja. Also, dann haben wir das beendet. Jo. Ja, und dann würden wir. Also Basti möchte am liebsten Alien als nächstes streamen. Mhm. Dann nehmen wir das wieder zusammen, das Projekt. Mal gucken, was ich morgen mache, das weiß ich nämlich noch nicht. Wir könnten morgen mal Fall Guys machen. Du ja nicht. Ja, ich nicht, ich hab's nicht. Und ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja, vielleicht schaffen wir ja schon mitten in der Woche mit Alien anzufangen. Das kommt halt immer drauf an, wie Basti arbeiten muss. Ich habe den Stream ja nur auf laut und habe nichts gesehen. Was hab ich verpasst? Wieso traurig? Also im Hauptspiel hatten wir, also Six, also das Mädchen mit der gelben Regenjacke, hat ja am Ende hin ein Wichtel gegessen. Und das Wichtel war. Das war das Kind, was bei jedem. Das war das Kind, was wir gespielt haben im DLC. Ja, genau. Ja. Ja. Naja, ich würde dann sagen mal bis morgen dann. Ich denke mal, ich fange wieder so um 4 an. Ich denke mal, Fall Guys und Six sind auch noch Geschwister. Was? Der heißt doch nicht Mono, der heißt Kid. Bist du sicher, dass er Kid heißt? Wo hast du die Verpackung? Die Verpackung habe ich hier. Und auf der Rückseite steht Kid. Wie steht denn da Kid? Ja, hilf Kid, Six und Kid. Okay. Ja, das ist ein anderer Charakter. Werf dich runter. Halt das Maul, Leraudostyp. Halt das Maul. So. Naja, aber auf unserer Verpackung steht Kid, ist ja egal. Vielleicht heißt es ja im Buch anders. Kann ja sein. Ja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bis morgen. Ich denke mal, um 16 Uhr fange ich an. Dann machen wir Fall Guys. Und ja. Ja. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Kid heißt dein? Heißt er in diesem Spiel. Heißt er in diesem Spiel. Ah, okay. Okay. Jetzt sage ich ja. Im Buch heißt das wahrscheinlich dann anders. Okay, euch noch einen schönen Abend. Wir essen jetzt was. Oh ja. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.